Ah, wie ich dieses Geräusch liebe. Legends Hallen Raid raus mit vier Leuten. Sehr lieb. Vielen, 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 vielen Dank. Grüß euch, meine lieben Freunde. Einen Wunderflauschigen. Heute gibt es Mützenstreams, sage ich euch jetzt schon. Heute machen wir einfach einen auf Nachtara. Wir sind heute Nachtara. Grüß euch, ich bin Nachtara. Willkommen zum Stream. Nein. Aloha. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, genau, Katze sagt auch Hallo. Der Mo hat Hallo gesagt. Also, ja. So mehr, als euch die letzten Tage gegeben hat. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe... Superkick Party! Hallo, grüß dich. Brokeout, der kann das Superkick... Komm mal her, Stinky. Stinkstiefel. Wartet, wartet. Ich krieg den. Komm doch mal her. Na gut, vielleicht auch nicht. Jo, geht's euch gut? Hattet ihr einen schönen Sonntag? Ich hoffe es doch sehr. Ja, kleiner spontaner Stream. Ich dachte eigentlich, ich hätte heute weniger Zeit, beziehungsweise ich hatte halt eben noch Besprechungen und war halt eigentlich der Meinung, die würde halt was länger gehen oder so, keine Ahnung. Und ging sie aber noch nicht. Und ja, wieso dann nicht einfach streamen? Wieso dann nicht einfach die Zeit irgendwie überbrücken? Ja? Und ein wenig streamen. Auf jeden Fall, Broker, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Sehr, sehr lieb. Schöner Start in den Stream. Jo, und natürlich an die guten Legends für den Raid und das wunderbare, tolle Geräusch. Ah, was habt ihr Schönes getrieben? Wie war euer Tag? Ich weiß, das habe ich schon gefragt, aber ja. Welches Pokémon wird sterben, nachdem Goffmog die Punkte eingelöst hat? Das werden wir wahrscheinlich erst so in einer halben Stunde oder so erfahren, weil der Goffmog gerade noch unterwegs ist. Achso. Die Katze erklimmt wieder den Schrank. Das heißt, wir werden es noch nicht erfahren. Aber Goffmog hat nämlich beim letzten Stream gestern Abend ein klein wenig Cliffhanger gemacht und einfach am Ende des Streams ein Pokémon getötet, aber uns noch nicht verraten, welches. Also... Das wird interessant. Weil gerade laufen muss, jetzt noch die Wallset-Challenge machen, aber 8 Minuten wurden vorgelegt. 8 Minuten. Nee. Nee, einfach nein. Aber ja, ich freue mich, dass auf jeden Fall ein paar Leutchen hier sind. Yassin, der Mann der Stunde, ist auf jeden Fall auch am Start. Das freut mich doch auch sehr. Grüße dich. Goffmog ist hier geturnt. War er jemals Face? Ja, also das müssen wir auch bedenken. Aber wie gesagt, ich werde heute auch nur Pokémon streamen. Grüß dich, Mr. Ezio. Einen wunderschönen guten Tag. Also wir spielen heute kein Kingdom Hearts, weil ich heute einfach einen ruhigen mache, sage ich jetzt mal. Das heißt ruhigen, aber jetzt keine Lust habe, den Fernseher noch zu verschieben und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es heute Pokémon weiter. Aber ich denke, das hat gestern auch relativ, was heißt relativ, das hat gestern ziemlich viel Spaß gemacht. Und ja... Da können wir doch heute gut anknüpfen, würde ich sagen. Machen wir uns noch ein paar, naja, so 2 Stündchen oder so vom Elimination Chamber, No Escape, was auch immer, Wrestling-Livestream. Ist auch eine Idee, oder? Wer freut sich auf den Chamber? Ja. Lassen wir so stehen. Heute der Kinder im Pinselchat. Ja, also Modden wird heute wieder anstrengend, das sehe ich auch schon so. Aber was willst du machen? So ist das Leben. Generell ist es mir eigentlich gerade egal. Hab mir heute nach 3 Jahren wieder mal Pokémon Go runtergeladen. Hab in meinem Umkreis 5 Stops, die ich leicht erreichen kann. Das Kappa straft dich Lügen. Du hast einen Tag zu spät natürlich dein Pokémon Go geholt. Weil gestern war ja der große Pokémon Day bei Pokémon Go. Und ich habe mal nachgezählt. Was habe ich in... Ich glaube, ich hatte 18 Shinies oder so. 18 Shinies und darunter halt zum Beispiel ein Lavados und so weiter, was halt ziemlich nice ist. Also damit kann ich auf jeden Fall leben. Also es waren ganz, ganz viele neue Shinies, also die ich persönlich noch nicht hatte. Das ist halt super nice. Und am Ende gibt es ja noch ein Mew. Ein Shiny Mew. Das kriegst du auch nicht überall her. Zumindest nicht ohne Gen und so ein scheiß Mareschneisch. Das Tino und Art Lili, grüße euch. Cat Durst, sehr, sehr gerne, das freut mich. Vielen Dank, dass ihr euch um mich kümmert, wenn es einer das tut. Ich mache es nämlich selber viel zu wenig, glaube ich. Vielen, vielen Dank fürs Hydrate, auf jeden Fall.
Hab 2016 mal Pokémon Go gespielt, hatte dann die glänzenden Pokémon. Ja, das kommt daher, weil damals keine bis kaum Shinies im Game waren. Ach hier, damals, 2016 ist das Spiel ja erst rausgekommen, glaube ich. Und die Shinies werden ja nur nach und nach released. Also es gibt ja nicht immer. Und die haben auch dazu noch eine sehr geringe Chance. Deswegen. Irgendwie sind die Paperwürfe zwischen Rumble und Mania überflüssig. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber mir fehlt halt so ein bisschen gerade die Spannung in den Matches. Weil egal wer das SmackDown Chamber Match gewinnt, der muss gegen frischen Roman Reigns antreten. Und Roman Reigns. Wieso hängt diese Maus immer noch an meiner Oder. Tatze? Und Roman Reigns gewinnt ja schon im normalen Zustand des Gegners sowieso. Also, wenn der andere schon ein Match in den Knochen hat, dann ist es komplett sinnlos. Und das Drew McIntyre-Ding, okay, das ist eigentlich ganz cool. Da sind auch coole Leute drinne. Deswegen, das ist so das einzige Match auf der Karte, das mich eigentlich mehr interessiert. Lucha haut auf jeden Fall ein Tier 2, 12 Monate Resub draußen, ja, jetzt schon dabei, kranke Scheiße. Vielen, vielen Dank. Was 12 Monate, was ein Jubiläum, 12 Monate mit Höhen und Tiefen, hoffen, dass wir bald wieder zum Training dürfen, auf jeden Fall. Lucha, ich danke dir auf jeden Fall für den 12 Monate Resub, für den krassen Support immer im letzten Jahr auch vor allem und auch überhaupt einfach nur nice. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, Training, ich habe auch so Bock, aber ich meine, ich darf gerade eh nicht. Ja, deswegen gerade ist alles noch cool. Ich halte mich da brav dran. Aber ich habe schon Bock. Ich habe schon Bock. Meine Hoffnung ruht auf US-Title-Match. Ja, aber ich kann Lashley leider nichts abgewinnen. Das ist mein Problem. Werde heute ab 21 Uhr schlafen gehen. Scheinbar live gucken, dann Frühschicht. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan, Ezio. Ich bin gespannt, wie dein Team denn so ausschaut. Mein Team ist ziemlich cool. Auch wenn ein Teammitglied heute das Minimum das Zeitliche sehen würde, segnen wird, weil wir natürlich anlehnen kennt. Ja, das muss ich nicht mehr. Also da muss ich sagen, das ist wieder okay. Ich muss mich jetzt nicht mehr dauerhaft anlehnen. Ich kann auch wieder, das ist meine größte Errungenschaft der letzten Tage, ich kann wieder auf der Seite schlafen. Freunde, ihr wisst gar nicht, was das für ein Wohlbefinden ist, wie das, was für ein Genuss das ist, auf der Seite schlafen zu können. Es ist so schön. Ich will Leute durch die Gegend bouncen. Ich will wieder einen Cesaro Swing. Ich will wieder einen Swing abbekommen. Das, ah, ich vermisse es. Ich will wieder Wrestling machen. Ihr dürft Cats Lieblings-Pokémon nicht umbringen. Eigentlich schon. Wir haben nämlich mein Lieblings-Pokémon gefangen, tatsächlich. Es ist ein Wunder, aber es ist wirklich so. Ezio ist das beste Pokémon. Ja, aber ich weiß noch nicht. Ich bin gespannt, wie lange wir Ezio noch im Team behalten. Ich will Volleyball spielen. Volleyball ist auch cool. Lieblings-Pokémon nach Tara? Nee, Voltenso bzw. Fritzeblitz. Nach Tara gehört aber auch zu den Top 5. Der Swing kommt auf jeden Fall. Ja. Ja, bitte. Bitte. Oh, das wär schön, aber echt, Voltenso ist. Ich komm, ich weiß, das ist sehr selten, also dass das jemand toll findet, aber ich finde das toll. Ich liebe Voltenso. Also, ich muss im Team bleiben. Ja, aber Hornweisel ist halt. Meinst du Feurigel? Ja, das sieht man. Aber Feurigel ist auch super süß. Also, Feurigel ist auch super knuffig. Aber ich kann halt, Käfer-Pokémon halte ich nicht allzu lange im Team. Sorry. Da fehlt mir einfach der Dings. Wir brauchen, sobald ich ein vernünftiges Wasser-Pokémon bekomme, fliegt leider Ezio aus dem Team. Wahrscheinlich macht dann Ezio Suizid mit seinem Hidden Blade und benennt sich einfach in das Wasser-Pokémon. Ich sehe das, den Move sehe ich schon kommen. Mal sehen. Ich mobbe dich nicht, aber ich muss ja auf die Typen achten, leider. So ist das nun mal. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. It's you said. Oh, das tut mir leid. Aber wir kriegen das alles hin. Ja, wie gesagt, unser guter Goffmog, der die Punkte eingelöst hatte, ist nämlich noch nicht wieder da. Gyarados beim Angeln. Gyarados wäre halt auch ein krankes Ezio. Muss man ihm lassen.
Despotar ist geil. Despotar ist auch sehr schön, aber das haben wir derzeit auch nicht. Capuno habe ich leider getötet. Ich hasse mich immer noch dafür. Ja, wir spielen ja momentan die Pokémon Nuzlocke. Ihr könnt mit Kanalpunkten reichlich Einfluss nehmen. Das muss ich jetzt wieder öffnen. Da Goffmark noch nicht da ist. Loldesor, bist du prepared? Bist du vorbereitet? Hast du eine Liste vor der schon gefangenen Routen? Hast du, keine Ahnung, alles? Klar. Meine Mods sind die besten einfach. Meine Mods sind einmal die tollsten. Einmal Liebe für die Mods, bitte. Einmal Mods loben, bitte. Das ist ganz wichtig. Nee, ich hab schon die Punkteliste. Okay, das ist interessant. So. Leutesknechte. Ey, so lieb. Ich will auf jeden Fall ein Pokémon werden. Ja, da hast du gute Chancen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben noch so viele Encounter offen. Das ist ja das Geile eigentlich. Am Anfang kriegst du ja, man kriegt zwar am Anfang gut Pokémon, aber nach hinten raus kriegst du noch so viele schöne Encounter. Einfach durchs Angeln auch schon, gerade in einem Randomizer. Das wird schon sehr, 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 sehr nice. Wenn ich aus dem Team fliege, tötet mich, damit ich ein neues nehmen kann. Wer weiß. Mayu, es funktioniert. Was machst du denn da? Gibt es ein Pokémon mit einem großen Auge? Mit einem großen Auge? Also, wenn ich an Auge denke, denke ich als erstes an Thanatora. Der hat so circa 95 Augen. Überall. Mit einem Auge. Ja, ne. Mit einem Auge. Gibt es ein Pokémon mit einem Auge? Incognito. Ja, aber Incognito ist halt eigentlich existent. Es ist existent. Freundlich ausgedrückt, okay? Magnetilo. Ja, Magnetilo. Aber Magneton hat dann schon wieder 3 und Magneson hat 2. Zwirrlicht. Zwirrlicht. Zwirrlicht, Zwirklop, Und Zwirrfinst. Die haben nur ein Auge. Stimmt. Stimmt. Zwirrlicht. Oder hat Zwirrlicht noch 2? Nee, es hat, glaube ich, auch nur 1. Magnus hat 3-mal ein Auge. Ja, ist so. Ist einfach so. Aber wir werden sehen, was wir heute bekommen. Wir hatten auf jeden Fall sehr schöne Encounter. Ich würde sagen, ich switche auch gleich ins Game, weil viel mehr zu quatschen haben wir eh nicht. Und ich bin spät dran, weil ich einfach nicht wusste, ob ich streamen sollte oder nicht. Es war die ganze Zeit so, stream, nicht stream. Es war so, weißt du, wie wenn er Blütenblätter ausrupft, um zu erfahren, ob ihr was machen wollt oder nicht. Lieb mich nicht. Das war so heute mein Stream. Stream ich nicht. Stream ich nicht. Warum mache ich jetzt Discord auf? Bin ich jetzt irgendwie dumm? Warte. Wir nutzen natürlich wieder mein wunderschönes Layout. Hust, hust. Tada! Ah, es funktioniert alles. Ich freue mich immer wieder, dass alles funktioniert. Ist einfach schön. Es ist einfach schön. So. Oh, a little bit of the bubbly. Alter! Mr. Ezio! Mr. Ezio kann das einfach nicht auf sich beruhen lassen. Ja, das ist unser Team übrigens. Fritzeblitz, Phenaxis, Amarino, Panzer Aeron, Nidoran. Oh, ich habe Nidoran nicht ausgewechselt. Pardon, das muss ich jetzt als erstes machen. Das ist die erste Amtshandlung, die ich heute mache. Nidoran hat sich ja entwickelt. Das dürfen wir ja nicht auf sich beruhen lassen. Es ist Ahirsch, nämlich Are. Quasi. Interessantes Team. Ja? Wo ist Nidoran? Nidoran, hallo? Tschüss. Weiche Nidoran. Nidoran war halt unser Starter. Das hat uns schon viel, viel geholfen, auf jeden Fall. Es ist halt super. Wir haben halt immer noch diese krasse Feuerschwäche, ja? Wir müssen da super aufpassen.
So. Da bin ich. Ja. Frank, grüß dich. So, Nidoran ist am Start. Dann haben wir einfach drei Legis im Team. Darkrai, Dialga und Lugia. Ja, moin. Nee, Legis hatten wir noch. Also, Legis nur beim Gegner bisher. Also, bei Trainern hatten wir Legis. Aber ansonsten hat sich das noch in Grenzen gehalten. So. Mods, bitte einmal Kategorie ändern. Aber auf Schwert-Schild, bitte. Also, nicht auf Omega-Rubin. Twitch muss einfach mal die einfach Pokémon-Kategorie einteilen. Das wäre echt super nice. So. Ich habe übrigens eben versucht, mein Pro-Controller anzuschließen. Also mein Switch-Pro-Controller. Und das hat leider irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. So. Ich habe übrigens mal ins Level gecapped gesehen, geguckt und Prometheus ist eigentlich schon auf dem Maximal-Level für die nächste Arena. Das heißt, ich versuche jetzt mal Prometheus so wenig wie möglich einzusetzen, damit ich nicht den Arena-Leiter übercappe, weil der hat das Maximal-Level auf Level 19. Da möchte ich gerne drunter bleiben. Ansonsten haben wir Steppau, unser Fritzelblitz. Wir haben Ahirsch, das Nidorino. Wir haben Veggie, das Amarino, Cal, unser wunderschönes Panzer-Eron. Warte, Moment, ich muss meine Kanalpunkte. Von mir aus kannst du jeden Sonntag ab 17 Uhr. Das geht jetzt noch, das geht aber nicht, sobald wieder Wrestling-Training ist. Weil normalerweise habe ich ja sonntags 17 Uhr eigentlich noch Training. Deswegen. Und Ezio auf jeden Fall unser Hornweisel und Prometheus, das Phenexis, das einfach nur übel krank ist, aber das nutze ich gerade zu stark, weil das halt super gut ist. Da muss ich aufpassen, sonst überlevel ich das. Ja, die Mods waren schon so flauschig. Zu flauschig. So flauschig, so schön. So. Achso, ich muss jetzt die Waren. Halt die Klappe. Oh, das heißt, wir kriegen wieder Pokémon, Freunde. Wir kriegen wieder Encounter. Ja, wir müssen ja jetzt die Devon-Waren zurückholen. Das heißt, und hier waren wir ja noch nicht. Route 115 haben wir. Hä? Hallo? Hallo? Wieso komme ich hier hin? Ist hier irgendwas Tolles? Lass mich nicht hier hin, wenn es hier nichts gibt. Was soll denn das? So. Für euch passt alles? Ton und so weiter und so fort? Ich kenne dich doch! Du bist dieser großartige Trainer, der mich im Blütenburgwald gerettet hat. Hilfst du mir nochmal? Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurück, ansonsten habe ich ein riesiges Problem. Okay. So. Ja, das ist natürlich doof, dass wir Goffmogs Liste nicht haben. Aber, Leute, so, da merkt ihr mal bitte Route 116. Weil wir dürfen hier was fangen. Wir dürfen hier was fangen. Hast du bisher alle Encounter soweit mitnehmen können? Nicht alle leider. Aber durch die, also ich habe für Kanalpunkte zum Beispiel einen Bonus-Catch drin. Alter. Aber das funktioniert leider nicht. Ich kann leider nicht triggern, dass die langsam, also dieses Schleichen macht. Das ist schade, das funktioniert leider nicht. Aber gut. Das kommt halt, weil das ein Xbox-Controller ist wahrscheinlich. Ich habe das Capuno habe ich getötet und irgendeins habe ich auch noch getötet. Ich weiß, wie es geht. Du kannst es. Wie kann ich das denn umstellen? Okay, wir nehmen erstmal den Encounter mit. Gut. Es ist halt da, ne? Kämpftyp. Hat Muskelkater. Muskelkater ist aber gut. Was ist das? Ein Sahne-Baiser. Du musst in der Steuerung mit deinem Stick die Dead Zone auf 0 setzen. Okay, ich versuche das gleich mal. Ich muss aber erst das Flauschlingen. Flautsch. Gott, wie sich Steppau einfach freut. Puh.
obwohl es ein Feen-Pokémon ist. Das ist eigentlich not bad. Und die Zunge ist knuffig. Gucken wir mal. Wo bleibt der todbringende Goffmog? Noch haben wir ein bisschen Ruhe. Ein Feen-Pokémon, ein Leulosor. Oh. Oh. Erstmal ein Timeout. Der Eingabesound klingt wie aus GTA 4. Okay. So, also wir haben einen Flauschling gefangen. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Aber gut. Wir machen das wieder wie gestern. Ich poste wieder in den Chat und ihr habt dann in dem Moment, oder in dem Moment, also wer dann danach, Kaffee-Typ, du bist zu früh, wer dann danach als erstes schreibt, dass er dieses Pokémon sein möchte, also per Kanalpunkte, der wird benannt. So, ich zähle wieder runter. 3, 2, 1 und los. Jetzt ist Kaffee-Typ rechtzeitig. Kaffee-Typ, das Flauschling. KW-Typ hat gewonnen. Sie haben dieses Pokémon gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich es einsetze. Ich krieg das, glaube ich, nicht entwickelt, weil ich ja keine Tauschentwicklung. Und das ist doch, war doch mit Kaffee, wird Kaffee geschrieben. Okay. Kaffee. Das passt, finde ich. Das ist Espresso. Ey, das war nur ein Witz, ja? Ich weiß noch, wie Kaffee geschrieben wird. Ich trinke zwar keinen, aber ich weiß es. So, warte. Yasin hat gesagt, ich muss das auf Dings stellen. Ich muss das jetzt mal eben testen. Was muss ich da stellen? Dead Zone auf 0. Was ist denn die Dead Zone? Wo ist denn das? Wo finde ich denn das Ding? A, X, B, C. Modifier Scale? Hm? Ich weiß nicht, wo ich das einstellen kann. Modifier Scale oder was? Nee. Also wenn ich weiß, wo ich es einstelle, muss mir mal genau sagen, wo ich das einstellen muss oder kann. Ich kenne mich da nicht so dolle aus. Na gut, aber das war ein Flauschling. Kiwanbeere. Ich krieg nur Beeren. Lass mich. Was gab's hier noch Schönes? Ja, guten Tag. Autsch. Das tut jetzt wirklich im Herzen weh. Das tut im Herzen weh. Weil Metagross ist schon... Oh, das will ich sein. Du hast jetzt aber gerade schon Flauschling. Kapitel hat aber einen Bonus-Fang gemacht. Oh, ja, ein Bonus-Fang, genau. Ja, Kapitel hat einen Bonus-Fang gemacht, auf jeden Fall. Das ist nice. Was ist denn Pokémon-Hölle? Pokémon-Hölle tötet ein Pokémon instant. Also so instant. Steppau! Okay, Steppau raus. Das ist Psychostahl. Das heißt, das Pokémon hat Steppau-Glück, dass ich keine... Ich wusste, dass das Steppau-Pokémon... Neuer Encounter? Einmal pro Runde haben die Zuschauer die Möglichkeit, einen Bonusfang zu machen. Also, und Kaffee-Typ hat eben für Kanalpunkte den Bonusfang aktiviert. Ja, ich mache so ein bisschen mit Kanalpunkten. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Kanalpunkten. Der hat wirklich Schaden bekommen? Hm. 100.500. Ich hätte unendlich Kanalpunkte, also ich könnte Steppau jederzeit töten.
gehört unter den Namen bringen. Ja, dafür, da habe ich halt zu wenig Erfahrung mit Nuzlocks. Deswegen habe ich gesagt, okay, die Community kann hier ein bisschen mitwirken. Kann halt... Aber lebt der noch? Eine Metallklaue? Bitte nicht sterben. Entschuldigung, ich hab leider den Bonusfang getötet. Scheiße. Okay, ich hab's verkackt. Ich dachte aber, er resistet das und dann stirbt er. Mann. So. Aber magst du mir nochmal erklären, wie das mit der Dead Zone ist? Oder beziehungsweise wie ich das einstelle? Dass ich schleichen kann? Soll ich in dem Fall Punkte wiedergeben? Ja, kannst du eigentlich machen. Komm, ich hab's verkackt. Aber der Bonusfang gilt nur einmal pro Route. Das heißt, ich hab's jetzt verkackt, ne? Mayu. Brot kann schimmeln, was kannst du? Kein Metagross fangen. Und Metagross zählt übrigens auch zu meinen Top 5 in der Pokémon-Welt. Auf jeden Fall hat Mr. Ezio, siehst du, ich habe es noch gar nicht vorgelesen, Mr. Ezio hat eben noch zwei Subs rausgehauen. Einmal an Codebreaker und an Faliok. Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank an den guten Mr. Ezio hier nochmal. Ich müsste eigentlich den EP-Teiler mal ausmachen. Weil Phanaxis ist, wie gesagt, schon Level 19 und ich möchte den eigentlich nicht überleveln. Ich mache jetzt mal den OP-Teiler aus. Du müsstest in der Steuerung bei einem Schiebebett, den du in der Controller angeschaltet hast, die Dead Zone verändern. Ja, aber ich kann da keine. Da steht nirgends Dead Zone. Modifier Skill? Nee. Schiebepad. Aus Haus, in den Kanten. Alles gut, Yasin. Ich hab hier nur Modifier Skill, ist es das? Nö. Ups. Jetzt bin ich einfach in den Typen reingerannt. Na gut, ist ihn nicht. Aber das habe ich jetzt auf 0 gestellt. Skunkapoo! Ja, lass mich Stepper mal drin. Wow, wow. Das ist so ein Stinktier. Wie nennst du Wow, wow. Mayu hat auch noch... nach Mayu ist auch noch kein Pokémon benannt übrigens. Amoroso. Das ist I. Steppau aus Wow Wow. Ah, guck mal hier. Steppau geht hier jetzt einfach durch, weil der einfach nur Resistenz einkriegt. Ich kann. Also I. Schnüffler. Steppau will Schnüffler lernen. Ja, ich weiß. Warte. Sieht rasch bin gerade so. Also ich hätte das halt ein bisschen ein könnte. Oh, Leon! Wieso hängt diese Maus immer noch an meiner Tatze? Ich weiß nicht, wie ich dir das am besten zeigen soll. Ich gebe dir am besten mal. Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Empfindlichkeit. Ist das das? Nee. Das muss ich auf 0 stellen? Probier's mal. Schleichen will er jetzt nicht. So. Mach dir einfach mal einen Screenshot und schickst du über Discord. Ist das okay? Auf jeden Fall Leon haut 10 Monate Resub raus. Sehr lieb, vielen, vielen Dank. Mach dir einen Screenshot. Sorry, ich muss hier Dinge versuchen.
Weil im raschelnden Gras kriegt man halt auch schöne Sachen. Das heißt, in dem raschelnden Gras halt, in dem Inksgras. Und es ist ein bisschen schade, dass wir uns in diese Encounter halt ein bisschen bringen, ne? Kann mir jemand Naslog erklären? Gib mal Ausrufezeichen Naslog ein, dann erfährst du alles Wichtige. Im Endeffekt. Wir haben zwar ein paar Änderungen drin, über Kanalpunkte, aber im Endeffekt, ja, ist es das. Genau. Warte. Was wollte ich jetzt auf dem Screen? Oh, ich kann nicht 5000 Sachen gleichzeitig. Ich bin alt. Ich kann sowas nicht. Ich schicke Yasin das Bild mal schnell und dann machen wir hier weiter. Entschuldigung, die Verspätung hier. Ich muss Yasin erstmal finden. Schreiben einfach eindeutig zu viele Leute. Zack. Kenne ich Kess. Ja. So. Dann sollen wir das. So. Hammer. Immerhin. So, jetzt können wir weitermachen. Wir sind soweit. Stepper hat jetzt auf jeden Fall gesweept. Krasses Viech. Als ob der mich da schon sieht. Mein Team war einfach Logok. Ui, hast du Alpha Saphir angefangen, Mr. Aetius? Sehr nice. Alpha Saphir. Oh, der Gott. Einfach Wasser mit Bodentyping zu mixen, ist einfach unfair. Komm, Ezio. Ja, ist okay. Das ist einfach unfair. Ich glaube, da hast du es jetzt schon. Ja, okay. Und das verschwindet dann einfach nur nicht, oder was? Und ich krieg Kopf. Ja, wir sehen. Tja! Lusche! Windstoß. Joker! Modifier. Okay, sehr gut. Dann probier es. Sehen wir ja beim nächsten Mal, ob es flüchtet oder nicht. Schlupp. Joker, ich hoffe, dir geht's gut. Auf jeden Fall, Leon, vielen, vielen Dank für deinen Sub, falls ich noch nicht direkt vorgelesen habe. Mensch, Blockbefehl? Was war Blockbefehl? Untergebene bilden einen lebendigen Schild. Will ich nicht. Das kann sein, dass wenn der Welt etwas. Eigentlich update ich den immer sofort. Schon mal vorgeschlafen für heute. Sehr gut. Ja, du wolltest ja heute mitgucken, stimmt. Da war was. Und jetzt Spielstand von Februar 2021 bei Alpha. Ah, okay. Irgendwo hier scheint ein Pokémon zu sein. But where? Kann aber nicht schleichen. Hä? Toll! Schleich dich an und die Trainerin einfach. Legends, du bist zu früh. Das geht erst, wenn ich gefragt habe. Ja, ich habe dafür ein neues... Mantax. Mantax ist auch ein Hübscher. Ich mache immer eine... Sobald wir eins fangen... Klappt das nicht? Weiß ich nicht. Also ich kann zumindest nicht schleichen. Aber wie gesagt, das kann am Controller liegen. Wenn, ist jetzt auch nicht tragisch. Geht ja auch so. Ist ja eh gerandomized. Okay, das funktioniert nicht. Dachte, ich muss vielleicht gedrückt halten oder so. Controller, das ist nur alter 360-Controller. Was ist die Pokémon-Hölle? Das ist der Ort, an der Stepper bald landet. Nein. Ich war nicht Girl, sondern Mathe.
Ja, hallo! Herrgott! Sie sind ein wenig verkehrt. Töte mich nicht! Nein, Pokémon Hölle ist, ihr habt die Möglichkeit. Ich darf es ja nicht fangen. Und wir haben auch keinen Bonus-Encounter mehr, also darf nicht. Also geht's leider nicht. Auf jeden Fall. Unser heiliger Drache. Das ist Shenlong. Ich töte es für die EP. Auf jeden Fall. Das ist halt ein übel geiles Vieh. Rayquaza ist auch gut. Mit Pokémon Hölle. So, um da auch nochmal zurückzukommen. Könnt ihr ein Pokémon aus dem Team oder generell instant töten? Das heißt, es stirbt. Und in einer Nuzlocke ist ein Pokémon, das stirbt, tot. Und darf auch nicht wieder verwendet werden. Jetzt habe ich hier schon wieder das. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich habe das noch nicht aufgegeben, dass es irgendwie funktioniert. Nee, es haut ab. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Keine Ahnung. Onkels, grüße dich. Oder ein Dratini. Ja, wie gesagt, wir müssen gucken, was wir bekommen. Und dass ich es nicht aus Versehen töte. Oh, Radfratz. Der Endboss. Onkels, ich hoffe, dir geht's gut. Wieso lebt Stepper denn noch? Ja, weil noch keiner. Also doch, Goffmog hat die Kanalpunkte eingelöst. Aber Goffmog ist gerade noch nicht da. Das heißt, heute wird auf jeden Fall noch ein Pokémon sterben. Minimum. Aber im Endeffekt, wie gesagt, alles was stirbt, bleibt tot. Oh, Plinfa. Aber Plinfa habe ich nie so gefühlt. Ich meine, 30.000 Kanalpunkte ist jetzt auch nicht wenig, ne? Das muss gut überlegt sein. Ja, ich muss irgendwem Zerschneider mal beibringen. Genießen wir noch. Ja, ich denke auch die ganze Zeit, warum level ich den eigentlich? Ja, Hornweise muss jetzt leider als Zerschneidermaschine herhalten. Nutzt du eventuell ein Programm, wo du den Pokémon einstellen kannst? Nee. Gar nicht. Und der ist einfach nur angeschlossen. Ich werde das mal zum nächsten Stream mal genauer überprüfen und gucken. Ich kriege das schon irgendwie geregelt. Es war ja heute auch relativ spontan, dass dieser Stream hier überhaupt zustande kommt. Aber ich krieg das hin. Legends, gönn dir guten Appetit. Schulkindchen. Oh. Das ist nicht so gut für Stepper. Ich habe da keinen guten Tag. Ich brauche unbedingt ein Dings. Kein Saubi. Jo, habe ich auch gerade gesehen. Vielen Dank. Oh. Kein schön. Ja, Robustheit. Veggie, lebe! Veggie! Ein Kleinstein. Ah, Hirsch, das ist accurate. Auf jeden Fall. Ich sollte ja auch nicht die ganzen Trainer, aber ich will gucken, was hier ist. Warum hast du Cat... Ups. Cat eigentlich klein geschrieben. Das war...
erst sein, oh scheiße, dann war es, ach, mir egal, und dann war es, scheiße, es triggert mich doch. Das war die, die Sache, warum Cat klein geschrieben wird. Ich mache jetzt mal keine wilden Kämpfe mehr. Knutschstein. Bring mich nicht auf Emote-Ideen. Bring mich nicht auf Emote-Ideen. Mr. Ezio, was gibt's? Ja, die Anzi, ist klar. Sag mal! Die wollen mich umbringen. Wenn es ein Bonusfang einnehmen will, ist die Auswahl dann offen oder nur dann das Pokémon, was man encountert? Das Pokémon, das als nächstes, beziehungsweise gerade, wenn ich es rechtzeitig sehe, encountert wird. Oder encountert ist. Ja, sie. Warum hat er. Was hat er denn mit diesen Mysticals und Legendären? Warum ist das jetzt gerade so? Und auch nur einmal pro Route. Wie gesagt, ich habe halt ein paar Sachen drin, so für Kanalpunkte. Aber ich finde das immer ganz geil. Aber ich glaube, die meisten sparen jetzt gerade auf Steppautöten. Wieso willst du denn Ezio töten? Leon, was hat Ezio denn getan? Ich meine, Loldesor sitzt doch, glaube ich, auch noch auf dem Berg von Kanalpunkten. Also Loldesor ist auch noch sehr gefährlich für jeden. Hast du nicht? Ich dachte, du hast. Ich meine, die Mods können auch, wenn sie Langeweile haben, ich glaube, da muss ich aber wirklich noch einen Mod einstellen. Hab nur 94k, ja, siehst du, kannst du drei Leute töten. Aber man könnte ja auch Wetten abschließen, von wegen, wird in der Arena ein Pokémon sterben oder so. Dann könntet ihr noch ein paar Kanalpunkte gewinnen. Jetzt suchst du einen neuen Mod. Ja? Ich bin ein guter Mod. Ja, aber du bist auch nicht so oft da. Ich brauche ja dann wen, der eigentlich immer da ist, sag ich jetzt mal. Yoshi vom Mod. Wir können wetten, ob Stefan drauf geht. Das kann. Ich bin immer dann unsichtbar. John Cena ist incoming. Erstmal die Anzi. Das triggert mich. Dauernd werden mir hier Viecher angezeigt und ich kann sie nicht fangen. Unlichtjuwel. Scheint was für Unlicht zu sein. Ich überlege mir das alles, Mann. Hallo, wer bist denn du? Warum stehst du hier? Alles los, Werkzeugtunnel, bla bla. Achso. Blattstein. Das finde ich wiederum gut. Kannst du ein Mondstein werden? Stelle sieht verdächtig aus. Ja, eindeutig. Jetzt mache ich nur Pekko und ich haben gerade einen Spaziergang und plötzlich ist dieser Schurke. Der hat mein Pekko geklaut. Was sollte das sein? Unlichtjubel? Ein Unlichtjubel? Was macht das denn? Ja, Unlichtattacken. Toll. Auch ich gerade relativ wenige. Wir geben mal dem guten Veggie einen Trank. Apropos. Also, Route 116 war abgehakt. Wir haben aber jetzt hier den Metaflur-Tunnel. Und hier gibt es auch Encounter.
Damit kann ich auch nicht schleichen. Na gut, was gibt's? Was kriegen wir? Oh, ein Bär. Okay. Wäre auch für Hirsch. Ja, ist wahrscheinlich auch. Wird wahrscheinlich auch darauf hinauskommen. Ah, Hirsch und ein Bär. Nein, das ist eine eigene Route. Also das ist ein Tunnel. Das ist eine Höhle quasi. Ein Pandago ist ein sehr geiles Vieh. Alter. Den, der ist schon sweet. Mit dem kann man was anfangen. Yes. Nice. Den finde ich gut. Den finde ich sehr gut. Der, wenn er jetzt noch ein halbwegs gutes Wesen und eine gute Fähigkeit hat, wäre ich da sehr, sehr glücklich drüber. Wie viele Mods hast du eigentlich? Drei. Drei habe ich. Aber der eine ist gerade in der Uni-Phase, der andere ist gerade unterwegs. Das heißt, Leute, so ist gerade allein. So, ich frage wieder, wer dieses Mon sein möchte. Es ist sogar mal männlich, glaub's nicht, nachdem wir einfach nur weibliche bekommen. Ich frage wieder und der Erste, der rechtzeitig gedingst hat und noch nicht hat, wird es. 3, 2, 1 und go. Trickster! Trickster, das Pandago. Finde ich cool. Der hat auch Potenzial, definitiv ins Team zu kommen. Weil ich dieses Vieh eigentlich gerne mag. Ein trickreiches. Onkel ist immer eine Sekunde zu spät, ja. Warte, mal gucken. Doppel-I. Tja. Aber ich mache jetzt nicht die große Kleinschreibung, ja? Mr. Ezio, was ist los? Das muss man als Mod machen als Mod. Naja, hier auf den Chat aufpassen, dann viel. Also bei mir ist es halt, glaube ich, relativ viel Kanalpunkte, Sachen und halt generelle Listenführung und so weiter und so fort. Mo waschen, genau. Ich habe niemanden Zeltrümmer beigebracht. Stepper-Timeouten, ganz wichtig. Ich habe auch Zeltrümmer noch gar nicht, bin blöd. Gut, aber das war doch eine schöne Route auf jeden Fall. Die anderen kriegen ihre Punkte natürlich zurück. Hallo, ist der etwa Angst vor mir? Hallo, ist der etwa Angst vor mir? Viel Arbeit als Mod. Aber mir, also, es geht. Ich habe jetzt keine riesen Community, ja? Ich habe keine riesen Community, das heißt, es ist... Megania! Entschuldigung. Kleiner Markout-Moment. Es ist... Also noch relativ entspannt. Aber ich versuche halt. Es geht, sagt's. Jana Freyo hat euch halt unglaublich den Arsch gerettet, muss man sagen, ja. Das ist aber die beste. Das stimmt. Das ist absolut die beste Community. Dagegen würde ich nie was sagen. Ich meine, ich mache halt gerne und viel mit Kanalpunkten. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit für Mods. Aber ich weiß halt gar nichts machen zu müssen, glaube ich. Kerl hat Level 16 erreicht. Ich glaube Level 18. Hier, gib meine Waren her. Danke. Stepper darf jetzt auch nicht mehr allzu hoch leveln. Gib den Vogel. Pecco! Du bist... Okay, ich danke dir von ganzem Herzen. So, der bringt uns jetzt nach der Faustau-Hafen. Faustau? Faustau? Es schränken sich noch immer Mythos-Geschichten darum, wie diese Stadt ausgesprochen wird.
gar nicht meins. Ich bin kein Pixie-Fan. Bin absolut kein Pixie-Fan. Den habe ich gerade entwickelt. Okay. Oh, jetzt kann ich hier rein. Metaflow-Tunnel. Bla 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 bla. Toll. Bräuchte ich auch zum Discord? Eigentlich schon. Weil, ich halt manchmal auch Infos und so in Discord dafür schreibe. Ach, Metagross. Das wäre so schön gewesen. Das mit der Gurke war echt toll. Warte, ich gehe kurz ins Pokémon Center und dann gehen wir die Waren abgeben. Ist das anhört, das ist doch viel ab. Ja, natürlich. Das ist. Also. Es ist halt schon Beschäftigung. Macht mein Pinsel, wenn er einen YouTube-Stream macht. Ja, und das Ding ist, bei den YouTube-Streams sind nur ich und Goffmog-Mod als Mod eingerichtet. Das tötet Menschen. Crazy Shoot, grüße dich. Jetzt hast du Devon war und du hast sie zurückbekommen. Ich werde dir einen Superball schenken. Wow. Ich fahre gleich um. Ich habe einen Superball. Wo ich denn mindestens eher so. Ja, weil du als auch bei den bei YouTube-Streams ganz, ganz schlecht modden kannst. Oh. Präsident möchte sprechen. Ja, der gibt mir wenigstens vernünftige Geschenke, nicht so wie du ein Superball. Tz. Flasche. Ich bin Mr. Trump. Wäre. Der Präsident. Das mit der Gurke war wirklich pfeifert. Was? Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Haben wir denn eine Probezeit als Mod? Na, wie gesagt, im Endeffekt werde ich wahrscheinlich mal überlegen, ob ich noch einen brauche oder nicht. Und dann werde ich aber wahrscheinlich gucken, wen ich dann nehmen will. Ein Bier zu wenig. Aber ich würde jetzt nicht Probezeit nennen. Ich bin bereits voll im Bild. Du hast einem unserer Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich gerne meinen Gefallen bekommen möchte. Ich möchte wieder Präsident. Egal. Also, absolute Ausnahmechef würde ich bitten, natürlich nie ohne Geigenleistung mit etwas zu arbeiten. Gib mir doch bitte dein Pokémon. Hat dein Pote erweitert. Funktion Video Navi. Ach du Scheiße. Mobbe alle raus. Oh oh. Die Funktion, um die ich dein Pokémon Multi Navi gerade erweitert habe, heißt Video Navi ist ein Muss für jeden Trainer. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Es ist nicht ohne. Gestern hatte Loft. Ja, gut, die ist aber auch Fame, ne? Das ist ja eine der ganz großen Streamerinnen. Nicht Informationen in der Welt, sondern auch Mitteilungen zu neuesten Ereignissen aus dem Traineralltag deiner Freunde. Ich habe keine Freunde. Im Gegensatz zu dieses tolle Geschenk möchte ich aber, wie ihr gesagt, ich wollte dieses Geschenk nicht. Du kannst nicht sagen, jo, ich gebe dir das und du machst jetzt das dafür, ohne dass du mich fragst. So, was mehr? Statt nach dem Seefahrer Mr. Bragg. Ja, danke, 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 ja, ich weiß. Hast du auch schon Geschenke für mich?
Hast du noch ein anderes Geschenk für mich als dieses dumme Gedöns? Mann, ich will mehr Geschenke. Schenkt mir Sachen. Schenk mir was. Nein, ich will, dass du mir was schenkst. Schenkst du mir was? Hallo, ich will Geschenke. Okay, der macht mir die Fossilien aber frei. Das ist schon mal wichtig. Hallo, Geschenke. Hallo, Geschenke. Wir sprechen jetzt alle Personen an und in der Hoffnung, dass sie uns was schenken. Hallo, Geschenke. Freezer Flow, grüß dich. Lefix, moin. Habe ich meinen für Nexus bekommen? Ah, nice. Ja, das gab's bei mir auf irgendeiner Route. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe in Blutenburg weit ein Pokémon nach dem anderen gefangen, bis ich keine Bälle mehr hatte. Wow, du bist krass. Deswegen hast du mich jetzt vollgetrapselt? Rivalen. Immer für ein Pläuschchen da. Gut, dann wollen wir doch mal hingehen, oder? Will ich das Pandago schon ins Team packen? Eigentlich, nee, ich brauche hier den Zerschneider. Okay, Ezio hat noch eine Schonfrist. Das Ganze war noch 35 Kilometer laufen. Ja, alles klar. Du hattest also einen schönen Tag, Lefix, ja? Willst du das damit sagen? Ich will gerne mal mit einem Arm bei Gronkh Mod. Danach nimmst du dir wahrscheinlich das Leben. Kann man hier angeln in der Stadt? Können wir uns die Stadt hier noch für einen Angel-Encounter zurechtlegen? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus, als könnte man hier angeln. Aber wir haben ja noch Route 115. Kann ich hier schon was fangen oder kann ich das noch nicht? Hallöle. Ah, hier kann man angeln. Okay. Also Route 115 können wir uns auch noch zurechtlegen für einen Angeln-Count. Grüner Schal. Hier müssen wir eigentlich Veggie geben. Dann ab in den Wald zurück und nach unten. Konkord und über einen Tag Mord kann man sich geistig einweisen. Tja. Ich mach's wie Martin, warte bis sie weg ist und werde dann endlich mehr Zeit mit meinem Auto und meinem Moped verbringen. Klingt gut. Das klingt nach einem Plan, Lefix. Sie brauchen furchtbar viel Musik. Doch, Musik kommt ein ganz kleines Stück. Oh, oh. Und ganz großes Glück. Und liebst du Jazz, dann bist du bei uns gern gesehen. Denn auch im Jazz sind Katzenkoryphäen. Guckeligug, der Sensenmann ist da. Der Sensenmann ist da. Goffmog ist am Start. Und Goffmog hat gestern zum Ende des Streams erstmal natürlich vielen lieben Dank für den Zweier. Sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Noch einmal eingelöst, das eine Pokémon-Hölle eingelöst. Oh, wundersam, schön. Das heißt, eines unserer lieben Pokémon wird gleich das Zeitliche segnen. Und ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Das heißt, meine Liebe für Autos und Mobils als eine Freundin. Ja. Und da ist noch ein Item. Kann Cat Lieblings-Pokémon nicht umbringen. Tja. Wer weiß. Vielleicht können sie es doch. Goffmog, du lachst mir dann. Au, Entschuldigung. Siberia! Was haben wir denn mit den ganzen Bären-Pokémon hier, bitte?
Ich bin sehr gespannt übrigens. Hat doch immer einen letzten Wunsch. Ja, aber nicht in dem Fall, ne? Also am wenigsten belassen wäre das Hornweisel. Ja, Hornweisel ist auch das, was eigentlich gegen, also zum Super, bei einem Wasser-Encounter, sobald ich mal irgendwann einen bekomme, würde die Gewaltronit. Krass. Kriege ich ein Gewaltro bitte? Ich möchte das Mega-Gewaltro haben. Können wir jetzt endlich jemanden töten? Ich warte nur auf Goffmog. Mach Team auf. Willst du einen aus dem Team haben? Also das ist unser aktuelles Team. Wir haben Veggie. Das wunderbare... Veggie. Ich glaube, Veggie dürfte relativ safe sein. Wir haben Ayush. Wir haben Fritzeblitz, alias Stepper. Wir haben Cal. Wir haben Ezio. Und wir haben Prometheus gerade im Team. Und auf der Bank sind auch noch ein paar. Die könntest du theoretisch auch töten. Da hätten wir noch Pandago. Flauschling. Kein Lieblings-Pokémon. Soll ich kurz noch auf die Bank gucken? Auf die Bank. Ja doch, auf den PC gucken. Warte, ich guck noch schnell den PC, damit du die auch hast. Auf dem PC haben wir noch Steck dich das Kirlia, Stolos, alias Schweini, Kerzo das Iguana, Kaffeedüb das Flauschling und Trickster das Pandago. So, Goffmog, your turn. Your turn. Nee, Crazy Shoot hat noch keins. Es war ja schön mit dir. Also, willst du Stefan töten? Oh Mann, Fritzi. Fritzi. Warte, du hast jetzt... Wen jetzt, Goffmog? Jetzt bin ich verwirrt. Wen hast du jetzt getötet? Hast du Ezio getötet? Hä? Wen denn jetzt? Wen hast du jetzt getötet? Ich bin verwirrt. Okay, dass Steppau sich freut, ist wahrscheinlich Ezio. Achso, ich kick Ezio aus dem Leben. Okay, er hat Ezio getötet. Warte. Ich bräuchte jetzt so das Undertaker. Die Undertaker-Glocke. Erinnert mich mal jemand dran, dass ich das als Sound Alert mache? Warte. Jetzt hier kommt jetzt. Bin auch noch nicht dabei. Er kriegt ja noch was. Ja, sobald wir wieder welche fangen und wir kriegen noch einiges. Gut. Nein, warte, wir müssen das ja Hölle nennen. Er hat Ezio getötet. Er hat die Biene getötet. Wenn jetzt die Umwelt ausstirbt, ihr wisst Bescheid, Goffmog ist schuld, ja? Alle mobben mich hier. Nein. Alter, Leute, so will mitmachen. Nein. Jetzt hat Leute so noch... Jetzt haben Leute so Stefan getötet. Mano. Wisst schon, dass ich das nachleveln muss, ja? Scheiße. Geil. Herrlich. Toll. Na gut, dann... Pandago kommt dann auf jeden Fall rein. Hammer, Arm und Armstoß ist schon sehr nice. Iguana ist halt, finde ich, nicht so geil. Ja, können wir Stolos hier rein. Mann, oh!
Trickster ist jetzt auf jeden Fall dabei. Aber bei Schweini bin ich mir leider noch nicht so sicher, ob ich den drin behalte. Darf ich jetzt ein neues Pokémon benennen? Ja. Okay, Trickster hat irgendwie wiederbelebt. Trickster macht ein Save auf Steppau. Oh. Mann, macht mich nicht fertig, liebe Leute. Steppau lebt wieder. Gut. Vielen lieben Dank an den guten Trickster fürs Steppau retten. Es ist nur die Biene tot. Finken. Früher so eine einmal pro Stream, genau. Schiebung. Ja, das geht aber nur einmal pro Stream, pro User. Was ist hier los? Das ist halt Nuzlocke Cat Mode. Muss man sagen. Ich find's witzig. Gut. Achso, und Goffmog, wir hatten zwei Routen abgehakt. Nämlich, ich glaube, 116 und Metaflortunnel. Ich glaube, Leute, so hat es hoffentlich aufgeschrieben. Hey, ich will nach Faustauhafen. Oder wie auch immer diese Stadt geschrieben wird. Hallo, hallo. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Ehre Ezio retten. Ich hoffe, Leute, so hat's aufgeschrieben. Auf jeden Fall Metaflurtunnel. Können wir meine Punkte wiedergeben? Warte. Nein, kannst du nicht. Ich habe einfach seine Anfrage erledigt. Cat Maffee, immer. Thomas, wunderschönen guten Abend. Wen soll's? Ich will hier einfach mal die Arena. Ja, aber für die Arena, er hat Level 19 Pokémon. Zumindest Trickster muss auf jeden Fall leveln. Alles bestens. Alles wunderflauschig. So, wir sind in Faustauhafen. Hier können wir auf jeden Fall angeln. Ich glaube, es war Route 116. Oder 115? Ah. Ein Seitschal. Kannst du jetzt eine Angel besorgen? Geil. Das heißt, wir können noch Angel in Kauder holen. Ein gesunder Toll, ja. Nur weil ich das bei irgendwem eingegeben habe, sind die jetzt alle auf Tränke aus. Dann kannst du einen neuen Encounter. Ja. $30k wegen Trickster. Tja, hier entstehen neue Fäden, ne? Versorgst du aus Schwert und Schild? Ja. Tue ich. Also Schild. Spiele ich. Ich will noch nicht in die Arena. Gegen. Ja, ich liebe Angeln. Gib mir deine Angel. Yes! Angeln ist toll. So, wir können angeln, Freunde. Das heißt, wir können uns noch ein paar Encounter holen. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Wir haben da noch so ein paar Encounter. Aber Ezio kann sich doch eigentlich freuen. Er darf jetzt ein neues Pokémon benennen. Mich würde es freuen. Hier kann ich auch noch angeln. Nice. Nicht genug Kanalpunkte. Scheiße. Ezio muss noch sammeln. Sagst du gerade auf der Switch? Nein, das ist hier. Das ist ein. Das ist Alpha Saphir gerade tatsächlich. Der ist hier. Ein 3DS. Also wir angeln erstmal.
Was hast du? Neue Freunde! Dim, 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 dim. Ah. Warte. Okay. Oh. Ja, zu spät, ist klar. Fisch. Hallo? Meine Angel ist broken. Alter! Verarsch mich doch nicht! Hier, ich gönn dir. Ey, was? Ich hab doch gar nicht zu spät. Jetzt. Wir haben es geschafft. Oh. Okay, das habe ich schon immer. Wollte ich schon immer mal aus dem Wasser ziehen. Gani ist super. Eine neue Eigenart. Trickster, sei nicht so brutal zu ihm. Wenn es nicht drin bleibt, gehe ich noch paralysieren. Okay, dann muss ich noch paralysieren. Aber Megania ist auch... Upsi! Trickster, lebe! Wer ist der größte hier? Nö, ich hab keine Kanalpunkte. Du kriegst auch wieder Kanalpunkte. Aber Megania ist schon... Ich weiß aber nicht, wen ich dafür rausnehmen würde, sollte. Hm. Nein! Bleib doch mal drinnen, du! Eindeutig du? Mensch! Ich will mir gar nicht werden. Was kotzt denn das an? Ja, das ist mit Nidorina hager ich auch schon, weil ich halt nicht weiß, ob und wann ich einen Mondstein bekomme. Aber es ist halt ein Ahirsch. Heute Fiendrückkehr. Ziemlich wahrscheinlich. Ha! Ich wollte einfach nur ein paar mehr mal. Da liegt das Problem. Es ist schon ziemlich sick. So, wir brauchen wieder einen Namen. Seid ihr bereit? Ich frage wieder und ihr dürft Kanalpunkte investieren. Empire, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. So, 3, 2, 1. Alter, Empire. Empire war bei mir zeitgleich. Ich weiß nicht, ob das bei mir nur wegen Modchat so ist. Glaube wahrscheinlich schon. Ja. Aber in der Twitch-Key ist es auch so angezeigt, dass Empire zuerst war. Okay. Fanny, wunderschön genannt. Onkels ist immer so eine Sekunde zu spät. Aber Onkels, wir haben noch 3 weitere Angel-Encounter übrigens. Jetzt gerade. Empire. Das Megania.
Bei mir ist mir... Ja, aber in der Twitch-Abfrage ist Empire ganz oben. Also, beziehungsweise hinter dem, unter dem, dem meinem Post. Also es ist schon richtig. Erste Mal, dass du das spielst. Fali, nicht ganz. Wir spielen eine Randomizer-Nuzlocke. Wenn dir das was sagt. Ansonsten einfach mal Ausrufezeichen Nuzlocke eingeben. Und alle Infos erfahren. So, aber wir haben hier noch Angel-Encounter. Ich warte auf was Gutes. Ja, ach, da, wie man sieht, ist es sehr geil, was wir hier gerade bekommen. So, was ist hier? Route 107? Oh. Okay. Ein Baldorfisch. Das ist ein Wasser-Pokémon? Ja. Oh scheiße, ich hätte Trickster vielleicht nicht in Elite hauen sollen. Aber ich glaube, es ist nicht das Wasser-Pokémon, das ich kenne. Ziehen wir Lucario. Lucario ist immer noch Generation 4. Wir kriegen kein Lucario. Die Feurige. Hätte auch was. Selbst das Wassermon Trash. Ja, leider. Ich hoffe, ich töte es. Ah! Oh Gott. Ich dachte, ich töte es jetzt. Ich wollte es nicht töten. Aber ein Igel. Das ist doch kein Igel. Das ist ein Kugelfisch. Das ist Pandago. Das ist Gen 6. Oh. Stimmt. Das ist ja Omega und Alpha. Ignoriert einfach alles, was ich gesagt habe. Ignoriert einfach alles, was ich gesagt habe. Stimmt ja. Es ist möglich. Okay. Ist gut. So, wir haben wieder ein neues Mon. Wie soll es heißen? 3, 2, 1. Go. Wer will den Baldorfisch? Wer will einen Kugelfisch? Ich glaube, niemand will den Kugelfisch. Fali will den Kugelfisch. Das ist Ezio, du brauchst. Kann jemand Ezio bitte Kanalpunkte schenken? Ich kann für dich keine Ausnahme machen, Ezio. Für alle das gleiche Recht. Alle. Aliok. Der Kugelfisch. Ich glaube nicht, dass ich das je mitnehmen würde. Aber ja, wir haben es. So, und wir haben noch zwei Angelspots und wir haben oben noch die Höhle, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe auch überlegt, Vorhersage und Punkte einfach für Offizier. Kein Durst? Okay, vielen lieben Dank. Ich muss auch mein Team updaten übrigens. Das mache ich auch vor der Arena dann. Ich weiß noch nicht, ob ich Meganie jetzt schon mitnehme. Rasierblatt, Giftpulver, Pulver, Notdünger. Das ist schon ordentlich. Ich zusehe immer noch 300. Aber du kriegst ja schon die Doppelten. Ah, Hirsch, es tut mir sehr leid. Aber ich glaube, ich nehme Ahirsch erstmal raus, solange ich noch kein Dings habe. Solange ich noch keinen Mondstein habe. Außerdem, Rivalität ist die absolute Scheißattacke. Rivalität ist eine super Kackfähigkeit. Wassertempo ist gut, Zuckerhöhle ist gut. Eisenfaust. Das Pandrago ist natürlich Meister. Das Ding ist natürlich sehr, sehr sick. Ja, sanftes Wesen, gut. Ist okay. Aber das ist schon sehr stark.
Hirsch ist eh baden. Ja, das, mein Problem ist halt, dass Hirsch... Mondstein dauert ewig. Das Problem ist, dass es kann auch sein, dass ich gar keinen Mondstein finde. Weil ich ja die Items randomized habe. Hallo, Geschenke? Hallo, Geschenke? Gosma, konntest du eigentlich die Routen notieren? Aber du bekommst ihn früh. Ja, deswegen. Das ist komplett random. Ich denke ja. Also das hier ist halt Faustau Hafen und das andere war Route... Warte, ich gucke nochmal nach. Jetzt Ezio, Route 107. Ich habe es neu gestartet, jetzt wieder 900. Ja, siehst du, Ezio. Jetzt geht's wieder. Route 106 ist hier oben übrigens. Ah, angel ich hier? Oh, fuck. Das wusste ich nicht, dass der gleich kämpfen will. Lepu... Also Twitch. Ja, manchmal ist Twitch seltsam. Level 13 und ich habe keine Unlichtattacke gerade. Aber irgendwer, wer hatte denn die Unlichtattacke? Oh, Hornweisel, den ich nicht mehr drin habe. Claydol. Schafft Empire den schon? Ist halt Level 10, ne? Prometheus will ich eigentlich nicht einsetzen, weil Prometheus halt so, schon so hoch gelevelt ist. Autschens! Scheiße. Ist auch der Bodenattack. Und bin ich jetzt falsch? Das ist doch Psychogestein, oder? Ja, Psychogestein. Bodengestein? Das schwebt, das kann kein Boden sein. Das fliegt doch. Mancher Bodenpsycho. Gesteinpsycho. Trickster Kraftschub. Wenn wir das Kraftschub haben. Kraftschub-Angriff und Spezialangriff. Na gut, besser als Silberblick. Ja, jetzt geht natürlich erstmal der EP-Teiler durch die Decke. Ich dachte, das ist für Gestein und nicht Boden. Also, das war jetzt rote. Das ist Faustau Hafen und das ist Route 106. Bodenpsyche mit der Fähigkeit schweben. Das ist komplett unsinnig, ja? Weil eigentlich ja Boden, Boden und nicht schwebend. Aber ja gut. Kada! Käfer. Wir sind ready, sehr gut. Die Höhle ist ein eigener Encounter, oder? Dann kann ich ja hier auch noch... dann kann ich hier auch noch angeln. Der Angler Arthur. Trickstar, ich weiß, du hast einen Sandwirbel in die Augen bekommen. Und Pucke, Eintrex des Lepumentes, eine Lehmpuppe. Okay, dann sag ich ja. Hat's geklappt. Onkels, du brauchst noch ein paar Versuche. Aber wir schaffen das noch. Achso, das war auf Dings bezogen, auf Ezio. Ja, das hat geklappt. Nein, Prometheus! Du sollst doch kein EP bekommen. Kann ich Pokémon vom EP-Teil ausschließen? Das wäre doch schön. Prometheus soll doch nicht so hoch leveln. Hallo du. Hallo. Skelabra. Skelabra ist so toll. Jeder oder keiner, ja, ich weiß.
der OP-Teiler ist halt wirklich genau das. Scheiße, ich mache eine Kampfattacke. Ich bin null effektiv gegen den. Feuergeist, ey. Skelabra habe ich auch in meinem Team. Ich habe Skelabra in meinem Schildteam. Tatsächlich. Angelfrau, ich brauche wieder ein Pokémon. Kommt sofort. Wenn Stepper nicht stirbt. Stepper, komm, gib alles. Ich habe keinen Minroll, sonst habe ich ein Problem. Oh, Scheiße. Flammkörper. Donnerzahn. Langsam wird dieses Vieh nützlich. Karateschlag. Trickster, der Karate. Ich hasse das, ich drücke immer drauf. Gute Möglichkeit. Nee. Eigentlich passt das schon so. Na! Ach. Moment, wo du einfach viel zu schnell drückst. Synthese. Stepper, jetzt stirbt das Ende. Er kann nicht nochmal wiederbelebt werden. Ja! Wiederbeleben geht nur einmal. Sorry, ich muss Prometheus da reinschicken. Ich bin noch im Trainerkampf, ich kann nicht angeln. Ezio, Geduldslevel unter Null. Du kannst dich nicht wiederbeleben. Leider. Und tschüss. Prometheus wird einfach viel zu hoch. Furienschlag. Besser als Tackle. Oder was er sonst so hat. Als anderes Pokémon. Das ist korrekt. Den Weißnebel. Trickster! Wahrscheinlich werde ich es noch bereuen, dass ich jetzt so offensiv auslege alles. Aber hier kann ich wirklich nur angeln. Ja. Oder surfen halt. Aber ich glaube, ich werde angeln. Oder brauche ich jetzt gerade den Accounter? Ja, doch. Wahrscheinlich besser. Welche Route ist das jetzt? Was wir ein Pokémon für Zerschneider. Ich muss nur irgendwie beibringen. Route 106. Darf ich hier angeln? Goffmog, du hast das ja die Liste vor dir. Darf ich hier angeln? Oder habe ich hier schon was? Ich weiß nur nicht, ob ich hier schon einen Encounter hatte. Ich habe keinen Eintrag. Okay, dann darf ich. Oh. Wow, Washakiel. Das ist nett. Meins. Oh, nein! Ich habe vergessen, dass es ein Kampf Trickster ein Kampf-Pokémon ist. Aber fliegt Kell dafür raus? Stahl-Typing auf Kell ist halt dafür so stark, ne? Stahlflug ist stark. Adler passen zum Dings. Ja, deswegen. Ich habe eh Angst, ihn zu töten.
Ja, jetzt hat ihr ein Abo-Geschenk gemacht. Nicht töten! Brav. Ein Ami? Der Vogel ist ein Ami? Michael, grüße dich! Washaki gefangen. Washaki ist übrigens der Trauzeuge von Professor Kukui, wollte ich schon gesagt haben. Hat der nur einen Flugtyping? Na gut, wir vergeben erstmal wieder Namen. Hab ich Steppe aus Tod verpasst. Ja, und seine Auferstehung. Flug normal. Aber Flugstahl ist besser. Flugstahl von Panzer Aeron ist da besser. So, 3, 2, 1. Ihr dürft wieder Pokémon nennen. Crazy! Onkels, ey, das tut mir schon so leid. Crazy war zuerst. Oh, das tut Onkel ist halt ewig immer am zweitschnellsten. Die Punkte gab's zurück übrigens. Keine Panik. Für die, die jetzt zu langsam waren. Crazy. Einfach crazy shoot aus dem Off. Out of nowhere. Gut, dass ich abwarte. Neuwahl. So, aber das. Ich werde den aber erstmal noch. Oh, ich muss unbedingt ins Pokémon Center. Ich werde den aber noch nicht reinnehmen. Ja, das ist ein gutes Backup, falls uns Panzer Aeron mal stirbt. Wenn ich es gemacht hätte, hätte ich es Mr. Ezio gegeben. Oh, das ist ja lieb. Noch die Höhle, oben Metaurus und Blütenburg. Genau. Die grasen wir jetzt auch noch schnell mal ab. Also wir haben noch 3 Encounter, Freunde. Also, es gibt noch viel zu sehen. Shamrock, grüße dich. Granithöhle sind wir jetzt. Oh. Ja, klar. Ist klar. Ist klar. Ich glaube nicht. Oh, scheiße. War das eine gute Idee von mir? Trickster, stop! Stop! Okay, braver Junge. Kampfhalter, Alter. Ist auf Explosion. Ja, da habe ich auch gerade Bammel vor. Schick da mal Kell rein, weil der kann nicht gewonshottet werden. Aber lebt er noch im Windschnitt? Flug ist ja eigentlich nicht effektiv gegen Stein. Lebe! Gut, brav. Angst! Hier macht nicht viel Schaden zum Glück. Aber ich sehe nicht, dass wir den fangen. Und B. Holy cow. Ja. Der hat halt eine unterirdische Fangrate, ja. Stampfer. Platt. Aber kann ich den paralysieren? Aber regelmäßig Ladestrahl und Steinwurf und so. Gar nicht so bad gerade bisher. Dampfwalze. So, mehr kann ich halt nicht setupen. Okay. Noch drinne. Drückt Pfötchen, Freunde.
Ich habe einen Superball. Wieder fast, genau. Soll ich den Superball schmeißen? Keine Chance. Jetzt haben wir mal bei Welle fallen. Ja, aber die Catchrate ist ja unterirdisch eigentlich. Zumindest mit Pokéball und so. Wir versuchen's. Und B. Einmal hier wackelt. Einfach Meisterball. Ja, wenn du mir den gibst. Ich meine, wir könnten random Meisterball finden, ja? Die Items sind ja mal A gemacht. A gedrückt oder was? Oder A tackern. Kennt beide Versionen. Das bringt gar nichts. Auch wenn der das tankt. Ja, ich fange auch wieder mit Pokémon an. Pokémon, wenn du die. Also, die normalen Pokémon-Spiele sind okay. Aber die ganzen Fanmade-Sachen, sag ich jetzt mal. Beziehungsweise Randomizer und so. Die machen halt nochmal. Ein Pokémon-Spiel finde ich nochmal richtig. Nochmal richtig anspruchsvoll. Und das finde ich toll. Auch die ganzen, es gibt ja ganz viele ROM-Hacks für Pokémon-Editionen. Und die sind halt wahnsinnig gut. Also es macht wirklich Spaß. Ja, noch zwei Bälle übrigens. Akatsuki, grüße dich. Mir geht's sehr gut. Freut mich, dass du da bist. Kerl wird geplättet. Letzter Ball, Freunde. Auch dir einen wunderschönen genannt. Der letzte Ball, der wird's jetzt. Komm. Ach, fuck. Schade. Ah, schade. Regirock wäre schon krass gewesen. Dann wird's Zeit, Bälle zu kommen, ja. Aber gut, die Dings können wir ja jetzt durchmachen. Pokémon ist nicht mehr so gut. Ich finde Pokémon großartig. Das ist ein zeitloses Spiel. Es ist ein zeitloses Franchise. Aber grüß dich, Anakin. Ich bin generell kein Fan von den Regis tatsächlich. Aber pff, hätte ich jetzt mitgenommen, ne? Schade. Tote Route im Endeffekt. Aber gut. Was soll's? Happens. Kommt gleich irgendwas Tolles. Ah, Bonus Catch! Schweini! Wunderschönen guten Abend! Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist halt The Rock. True this. Ja, wenn wir Bonus fangen, aber für mich in dem Moment ist es gerade halt tot. Ich habe keine Bälle geholt. Umkehren. Hier der Supermarkt. Ja. Gibt's hier keinen Supermarkt? Oh, in Metro City. Gibt's in der Höhle nicht normal Kurtels? Kann sein. Das ist zu lang her, als dass ich noch wüsste, welche normalen Encounter. Pokémon 8 ist einfach zu einfach. Ja, deswegen sage ich ja, sollte man die ganzen, sollte man eher halt tatsächlich die fangemachten Sachen nehmen. Also, die normalen Pokémon-Spiele sind inzwischen recht einfach. Da gebe ich dir absolut recht.
Außer man spielt halt wirklich online competitive und so. Da gibt's so viel kranke Scheiße, die man machen kann. Wie lange streamst du noch? Ich streame bis 20 Uhr und dann raid ich in mein Schäffchen rüber. Einen Schluck weg. Und dann gibt's noch ein bisschen Wrestling. Also eine Stunde noch. Diese Rufe sind immer interessant. Weil ich dann immer denke, oh, was könnte es sein? Und ich kann es nicht angucken. Iguana. Ein Pandago ist halt schon so ein geiles Vieh, ja? Gebt euch diesen Panda. Wer möchte ihn nicht umarmen? Oh, hier ist noch ein Pokéball. Hab ich ganz vergessen. Gut, dass ich keinen Zerschneider mehr habe. Nein, nicht Pandago! Oder? Nee. Wem gebe ich das jetzt? Ob der jetzt Tackle kann oder zu Schneider, macht jetzt keinen Unterschied. Ich flippe aus, wenn ich gewisse Pokémon-Rufe erkenne und total wacke und die Alga. Ja, das glaube ich dir. Ich muss das mal gucken, dass ich das zum nächsten Stream dann eingestellt bekomme, dass das Schleicht funktioniert. Muss ja irgendwie gehen. Ich werde mir mal ein bisschen was einlesen. So, jetzt muss ich hier Pokéballer kaufen. Dann kann ich auch gleich die zwei Angel-Encounter immer hier mitnehmen. Haben wir davon ein paar? Ja, wir nehmen mit. Habe ich da Items zum Verkaufen? Bären? Halt nicht. Nee. X-Kram nutze ich irgendwie eh nie. Pokémon-Puppe. Man weiß nie. Altarianit nicht. Nightstein. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Kometenstück. Nice! 15.000 in 1. So, kein Problem. Kein Problem. So, dann wollen wir noch. Machen wir hier auf 10. Und hier auf 25. So, passt. Reicht. Belle! Kann ich mit Ezio wiederbeleben? Du hast doch, kriegst doch bald einen neuen. Wir gehen jetzt hier nochmal schön angeln. Wie gesagt, wir haben hier noch 100. Diese Route haben wir noch auf jeden Fall zum Angeln. Warte, ich will in die kleinste hinterste Ecke. Da gibt es bestimmt die besten Pokémon. Warum bin ich nicht im Team? Weil ich das gerade noch nicht im Team brauche. Okay. Das angelt man doch mal, Kerzog, grüß dich. Wer angelt nicht? Maulwurf. Wow! Trickster! Nein! Und ich nutze einen Superball. Bin ich denn eigentlich behindert? Dick dein Ezio? Nein. Na gut. Soweit dazu. Ein Dickter. Auch dieses Pokémon braucht einen Namen. So, ich zähle wieder runter. 3, 2, 1 und los. Wer möchte Dickter haben? Wenn es überhaupt jemand möchte. Einen Namen braucht es. Okay, Sheldon möchte.
soll ich Aloha-Schellen nehmen oder nur Schellen? Wie magst du es haben? Das, was die Nase sein soll, ist ein Mund mit einem Zahn. Nein, wenn man das einmal sieht... Schellen reicht, okay. Wenn man das einmal sieht, sieht man das nämlich immer. Das ist wie mit Saxian oder Zaxian oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt und der Würstchenkette. Wenn man es einmal weiß... Ich bin ein mächtiges Steuerrad, das ist richtig. Schellen ein Digner, das passt. Gut. Okay, jetzt können wir in Blütenburg noch angeln. Und dann haben wir erstmal alle Encounter. Was? Worum geht's? Um Dinge im Design von Pokémon, die man nicht sehen möchte und wenn man sie einmal erkannt hat, immer sieht. Gebt euch einfach mal Zaxian. Also das Hundeviech aus Schwert und Schild. Und die komischen Ketten oder Bänder, die von seiner Schnauze ausgehen. Oder von seinem Hals ausgehen. Und dann sagt mir, dass die nicht aussehen wie Mini-Winnie-Würstchenketten. Es ist einfach ein Fakt. Es ist einfach ein Designfakt. Und wenn ihr das einmal gesehen habt, seht ihr es immer. Dann wird Zaxian für euch immer Mini-Winnie-Würstchenkette sein. Ja, Blütenburg City noch. Das Angeln abholen. So. Wo angeln wir? Wir angeln hier unten. Bei dem kleinen Jungen. Ich möchte vor seiner Nase, weil er noch viel zu klein ist, ein Pokémon hinausziehen und fangen, das er niemals erhalten wird, weil er einfach klein ist. Und ein Wasser-Pokémon. Das ist ja richtig. Aber Sterndo. Ich mobbe niemanden. Bist du betrunken? Oder hast du ewig keine Würstchenkette gesehen? Ich bin nicht betrunken. Aber es sieht so aus. Es ist einfach ein Fakt. Ach so, den kleinen Jungen, ja. Ein Stern, der deinen Namen... Okay, vielleicht bin ich doch betrunken, wenn ich solche Lieder im Kopf habe. Patrick Star. Stern, du kannst aber eigentlich gut sein. So, wir geben wieder Namen. 3, 2, 1 und los geht's. Wer möchte ein Stern sein? Onkels! Onkels hat es geschafft! Oh mein Gott! He did it! He made it! Oh. Unser Onkelsstern finde ich jetzt irgendwie schon wieder passend. Oh my goddess! So. Ich überlege echt, ob ich Sterndo ins Team packe. Aber ich kann ihn halt auch nicht entwickeln, weil Wasserstein. Und wen sollte ich jetzt dafür rausnehmen? Nee, das bleibt so, wie es ist gerade. Das bleibt leider gerade so, wie es ist. Was heißt leider? Es bleibt erstmal so, wie es ist. Es bleibt alles, wie es ist! Nimm Stabau raus. Wer mobbt jetzt irgendwen? Raff, das ist immer zu spät. Ich sag's aber früh genug an. Aber bald kriegst du es bestimmt. Ich bin zu blöd dafür, da drauf zu den richtigen Dings. Ey, du hast jetzt Donnerzahn gelernt. Also das ist schon eigentlich ziemlich edel.
Wir mal kurz mal speichern. Steppo muss aus dem Team. Ich darf heute nicht mehr. Nee, heute ist Tötungspause. Ich bin echt am Überlegen, wenn ich ein richtig geiles Wasser-Pokémon bekomme, wahrscheinlich muss dann Panzer-Aeron weichen. Oder Trickster. Ich weiß es noch nicht. Aber dafür brauche ich auch ein richtig geiles Hammer-Wasser-Pokémon, wo ich sage, Alter, das brauche ich unbedingt im Team. Sterndo ist jetzt da nicht der Encounter, den ich da sehe. Will ich auch laufen. Das geht nicht. Ich bin auch nicht... Ich kann auch... Milz! Oh, Jesus. Ich kann halt nur 6 im Team haben und da muss ich natürlich nach der Funktionalität ordnen. Aber, wie gesagt, es sterben eh immer genug in Pokémon in Nuzlocke. Da nicht hoch. Schrecklich dunkel. Wow, Blitz. Willst du deine Pokémon im Layout nicht ändern? Stimmt, Broker, du bist gut. Du weißt, was wichtig ist. Das mache ich jetzt auch mal. Mein Layout kurz ändern. Muss ich erst in die Arena rein, bevor ich den Typen hier... Ich weiß, dass ich den Typen hier suchen muss. Gut, dass ich mein eigenes Team kenne. Pandago. Pandago ist immer zornig. So, dann haben wir Megane. Mario, grüß dich. Darf man hier nach Pokémon-Tausch fragen? Theoretisch schon, aber ich bezweifle, dass du sonderlich viel Feedback wahrscheinlich bekommst. Ich weiß jetzt nicht, wer von meinen Leuten hier gerade aktiv überhaupt spielt. Haben wir nach Ezius tot gesagt. Ups, es tut mir sehr leid. So, Megania war neu. Na, das passt eigentlich. Also nur Trickster und Megania. Immerhin. So, dann brauche ich jetzt mal hier einen Ordner. Okay, ich ignoriere keine Fragen. Wie gut würde ein Pikachu ins Team passen? Da ich Fritzelblitz bzw. Voltenso mehr mag als Pikachu, nur wenn Steppo stirbt. Und ich bin tatsächlich einer, glaube ich, einer wenigen Menschen, die jetzt kein Pikachu-Fan sind. Tatsächlich. Ich fand Pikachu immer overrated. Sorry, not sorry. Es gibt so schöne Elektro-Pokémon. Da gehört für mich Pikachu nicht dazu. Tada! Pikachu ist besser als Steppo. Für mich nicht. So. Ziemlich traurig, Pikachu ist mein Lieblings-Pokémon. Es ist von vielen so. Stimmt, ich muss erst in die Arena. Okay. Da ist Reggie Rock. The Rock has come. Jetzt Carpador. Nächste gegen Carpador. Ich liebe Carpador, beziehungsweise halt Gyarados. Gyarados ist Nuzlocke-Champ. Kann das müssen. Das ist ein Broker. Broker weiß Bescheid. Nintendo hat schlechte Belohnungen, was am Ende vom Game kommt.
Wieso? Für eine Belohnung ist für mich immer schon das Spiel durchzuhaben. Das ist für mich schon Belohnung genug. Kometenhieb, Alter, was lernt denn das für kranken Scheiß? Besonders da der noch die Dings hat. Stapperausrat 20 über Level gerade. Hast du mal alle Koroks gesammelt in Breath of the Wild? Meinst du jetzt mich? Ich muss gestehen, ich habe Breath of the Wild niemals durchgespielt. Ja? Ich gestehe das jetzt und ich bin nicht stolz darauf. Ich überlege gerade, ob ich Phanaxis und Voltenso gerade mal auf die Bank packe. Damit die nicht überleveln vor der Arena. Und ich dann dafür jetzt erstmal kurz andere mitnehme. Aber die kommen gleich wieder. Aber ich nehme jetzt so lange kurz mal Sterndor mit, weil das eigentlich relativ nützlich sein kann. Und Washer Keel ist auch noch ein ganz guter. Sie machen furchtbar viel Musik. Musik und ein ganz leises Stück vom ganz großen Glück. Und liebst du Jess, dann bist du bei uns gern gesehen. Denn auch im Jess sind Katzen Koryphäen. Habe keine Punkte zum Step-Out töten, würde One and Only auch gehen, LOL. Schweini. Schweini will den Stepper tot erkaufen. Weiß ich nicht. Also, meint ihr, das würde gehen? Liebe Mods, macht mal eine Umfrage. Darf man Stepper mit One and Only töten? Liebe Mods, das liegt. Ich will das nicht alleine entscheiden. Schalt doch EP-Teile aus. Ja, aber dann kriegen ja wenigstens die anderen EP. Die anderen dürfen ja noch leveln. Das dürfen, können die Mods mal eine Umfrage machen. Achso, ich dachte, ich muss den. Ich dachte, Camillo ist erst. Nee, wenn ich jetzt schon die Arena machen kann. Ich mach die Trainer jetzt gerade ohne Phanaxis und ohne Dings. Ihr müsst aber dazu schreiben, was One and Only ist, ne? Manch einer weiß das vielleicht nicht. Pay to Win ist klasse. Ich mach die Trainer jetzt ohne Ding. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht 1A verrecken. Kanimani! Guckt euch dieses süße Viech an. Guckt euch dieses süße Gesicht an. Danke, ich will kein Update. Hey, du bin, hast jeder. In dem Fall lasse ich es durchgehen. In dem Fall. Die Kelle. Reggie heißt Level 19. Laukanimani. Würde ich sofort tun, wenn ich es dürfte. Warte. Ah, den. Nee, Veggie lasse ich jetzt. Alter. Was für eine krasse Arena ist das? Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Pay to Win hast du hier, das sagt Leni, dass ich alle Titel von Unlimited kaufe, nicht selber gewinnt. Oh. Belohnung von Nintendo. Ach, das geht aber klar. Also ich kenn Schlimmeres. Was in die Richtung? Ich kenn Schlimmeres. Das ist übrigens ein Gym. Haben wir schon darüber geredet, dass es einfach ein Gym ist. Und ich gerade weine. Also, One and Only würde Stepper auch töten.
Steppau kann nicht nochmal wiederbelebt werden. Also wenn Steppau jetzt stirbt, ist Steppau tot. Heißt es eigentlich, töte Stepper oder töte im Allgemeinen? Ja, wenn wir das für Stepper dingsen, muss es für alle sein. Das ist halt einfach mal übel Pay to Win. Das könnt ihr Cat nicht antun. Du, ich habe meinen Spaß. Mo braucht seinen Brunnen. Ich bin gespannt, ob er daraus trinken würde. Aber eigentlich glaube ich ja. Ein Mashok in einer Kampf-Pokémon-Arena. Ich kann es nicht glauben. Empire. Martin im Tanga. Zero Dawn? Hm. Richtig nice. Ja gut, das, da bin ich raus. Ich bin ja eh nicht so der Mensch, der ein Spiel ewig lang spielen kann. Deswegen kann. Normal müssen sie sich dran gewöhnen, aber dann gehen sie da eher bei als bei stehendem Wasser. Das Ding ist, Mo liebt ja das Waschbecken. Von daher denke ich, dass er das Ding übel. Wahrscheinlich würde er sich reinlegen. Weil der legt sich auch ins Waschbecken. Er legt sich auch schon ins Waschbecken. Hier ist der Arena-Leiter. Er macht erstmal Squats. Er ist ein guter. Er ist ein guter Mann. So, ich nehme jetzt auch mal die beiden Originalen wieder rein. Deswegen will ich auch einen super leisen Brunnen nehmen. Also der steht super leise dran. Ich habe extra einen genommen, wo das leise ist. Auf jeden Fall Schweini, übrigens noch vielen Dank für die 2 Euro. Sehr, sehr lieb. So, jetzt bringen die beiden MVPs hier wieder rein. Sterndor, oh, das hat nur einen Sternstaub. Gib mal her. Rohe Gewalt. Ich muss mal kurz Dings. Du, ich bin nicht mehr im Team. Ich kann den erst wieder reinnehmen, wenn wir einen Mondstein finden. Außerdem hast du eine scheiß Hidden Ability, wollte ich nur gesagt haben. Ach, Ayush. Wenn wir irgendwann Nidoqueen bekommen können, wenn Ahirsch Aquin wird, dann wird's interessant. Und dann wird's wieder nützlich. Oder wenn alles stirbt. Also wenn Viecher sterben. Das weiß man ja auch nie. Während ich im Bad war. Die anderen haben gesagt, das stört dich nicht. Ich möchte ein Nido Something werden. Ja, dies könnte sich auch. Wir nehmen mal Kalenden Lead. Benjamin, grüß dich. Bist eben geschlafen. Na, dann bist du jetzt fit für den Pay-Per-View. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe heute auch zu lang geschlafen, das habe ich gemerkt. Danach war ich dann halb tot. Weil ich halt zu viel geschlafen habe. Ich hasse es, zu viel zu schlafen. Bei mir schlimmer, als wenn ich zu wenig schlafe. So! Nidoqueen ist so eine Nia Jax. Wenigstens zieht Nidoqueen keine Lederhosen an. Ah, hier ist Charlotte. Naja, Nidoqueen. Ich bin Camillo, der Arena-Leiter von Faustauhafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und sowohl in der Höhle in der Nähe der Stadt als auch an den Geräten hier in der Arena trainiert. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, was du drauf hast. Ja, er ist voll krass, der Typ.
Gerade zocke ich auf dem PC. Ich habe das aber auch hier rumfliegen. Glumander? Warum? Okay. Ich kann es nicht töten. Kann es nicht klauen. Sie machen furchtbar viel Musik und ein ganz kleines Stück vom ganz großen Glück. Und liebst du Jazz, dann bist du bei uns gern gesehen. Denn auch im Jazz sind Katzenkoryphäen. Steppau, siehst du das Licht bereits? Du weißt, dass deine Zeit langsam abläuft. TikTok. Oh oh. TikTok, Steppau, TikTok. Schweini auch nochmal 2 heraus, vielen Dank. Jetzt werden die Mind Games gespielt hier. Einfach ist Level 17. Ja gut, warum haben meine Arena-Leiter immer nur Müll? Eigentlich sollte nichts laggen, ich habe keinen Frame Drop. Kometenhieb cool aussieht. Ja! Glumanda ist nicht Müll, aber es ist halt für einen Arena-Leiter sind das super schwache Pokémon. Ich habe gerade ein bisschen Angst um Trickster. Sind wir schnell? Ne? Das wird schon klappen. Ja, Bummels hat eh. Nein, ich habe. Tschüss! Easy. Die haben halt. Sie hat Leute so getötet. Potzer. Das war aber nicht überlevelt übrigens. Das war. Ich habe ja gerade nur Meganie und Trickster eingesetzt. Gut, dass ich. Pandago. Und die waren Level. Nee, Meganie habe ich gar nicht eingesetzt. Ich habe nur Trickster eingesetzt. Und Trickster ist Level 16? 17? 16. Also der war sogar drunter im Level. Kann mir mal jemand sagen, wie das Level Cap vom dritten Arena-Leiter ist? Das war aber easy mode. Und geschafft. Ja, wenn der nur einen Glumanda und einen Bummels hat, ist es auch nicht schwierig. Da ist dann Pandago ein wenig durchgeflügt. Ich habe mir ein Steak in die Pfanne. Alter, geil. 19 bis 21? Nee, das kann ja nicht sein. Für die dritte. Oder doch? Gott! Heidi! Also noch ein paar letzte Worte, bevor die Zeit abläuft. New will rest in peace tick. Talk times up. TikTok times up. Schweini spielt hier die Mind Games mit dem guten Steppau. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal für die 14 Euro. Schweini macht's spannend. Stefans letzte Worte, Private Party! Du bist doch Troy, oder? Du bleibst doch Troy! Kyogre! Kyogre!
Es ist Kyogre. Step out. You're next. Kyogre. Ich werde mich niemals dran erinnern, dran gewöhnen, dass das Vieh so ausgesprochen wird. Und ich weigere mich. Für mich ist das Kyogre. Von der reinen Bildgewalt dieser Wandmalerei auszuurteilen, muss dieses urzeitliche Pokémon in grauer Vorzeit über ungeheuerliche Kräfte verfügt haben. Kein Ogre? Der wird wirklich Kyogre gesprochen. Soll er gesprochen werden. Offiziell. Aber ich finde Kyogre halt viel cooler. Denn vormerst, sie ähnelt der uns bekannten Mega-Entwicklung. Aber irgendetwas an ihr ist anders. Das muss ich näher untersuchen. Kyogre sagen? Das ist auch okay. Du bist dein schlimmster Albtraum. Freut mich. Ich hatte fast vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Troy. Meine Leidenschaft für seltene Steine treibt mich Land auf Land ab durch die Welt. Du hast einen Brief? Ich habe einen Brief für dich. Ich habe einen Brief für dich. Ich habe einen Brief für dich. Ich frage mich nur, von wem? Dafür, dass du extra die Mühe gemacht hast, mich aufzuspüren, hast du dir eine Belohnung verdient. Ich hab's hier. Ich möchte dir diese TM schenken. Sie enthält Stahlflügel, meine Lieblingsattacke. Oh Gott. Das ist eigentlich das legendäre Pokémon hier, das die in 1-Million-Euro-Frage die Antwort? Flunschlick. Ich habe Flunschlick letztens in Shiny bekommen, im Dynamax-Abenteuer. Mein Frauchen hat mir wohl ein ganz kleines bisschen Katzenminze gegeben. Oh, okay, alles klar. Klasse. Hörst du das? Du schnurrst weiter nichts. Oh, ich frage mich, welche Geräusche ich noch machen kann. Auf den Kasten zu haben. Wenn du und dein Pokémon-Team so weitermacht wie bisher und beim Training nicht nachlässig seid, dann könnt ihr eines Tages sogar den Gipfel der Pokémon-Liga erklimmen. Ja. Mr. Ezion und Geschenkster Braus an den guten Dave. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Fürs Verschenken, Dave, viel, viel Spaß mit deinen Emotes. Warte, gab's in dieser Höhle Kanimani? Oder sehe ich den Schatten da verkehrt? Wenn's Kanimani gab, weine ich. Dich will ich nicht. Jetzt gucken, was in dieser Höhle noch gab. Du gehst bitte weg. Platz 2 wird mir gehören. Du fürchtest dich immer noch rein, sagst du, ja? Mal gucken, was ist hier noch. Milza? Okay, das hatten wir auch schon. Wir brauchen einen Klutstein. Dreidel, Dreidel, Dreidel. Okay. Ein Froxy. Was gibt's hier noch? Ich gucke nur, was es so gibt. Es gibt Kanimani. Es gibt. Ja, der eine Schatten hier unten sieht aus, als wäre es ein Kanimani tatsächlich. Okay, ich gehe hier wieder aus der Höhle raus. Kleine Frosch nervt mich in Go. Wieso? Noch haben wir keinen Bonus dran. Ich will nur kurz gucken. Fajutsu ist mega nice. Na gut, aber wahrscheinlich doch kein. Jetzt Nefix! Nefix, ich soll also den Frosch fangen. Nefix sagt, ich soll den Frosch fangen. Ich habe Angst, ihn zu töten. Ich habe ehrlich Angst, ihn zu töten. Lolisol hat noch kein Pokémon benannt. Ich würde mal sagen, Fajutsu ist fucking großartig. Froxy und Amphizel, also die Entwicklung, die mittlere Entwicklung, finde ich nicht so geil. Aber Fajutsu ist... Ah, Sahne. Sahne-Pokémon. Einfach Sahne-Pokémon.
Aber wie töte ich den? Macht Pulverschnee wenig Schaden bei ihm? Please don't die. Okay, geht. Lefix, hast du noch kein. Du hast doch auch noch keins benannt, oder? Ich glaube, auf Froxy bzw. Quajutz, der kommt auch. Nein! Veggie! Ja, gut. Das ist, glaube ich, das zweite Pokémon, das Veggie wegkrittet. Ich hasse Veggie. Mann, oh. Nein, natürlich nur das Ingame-Veggie, ja. Nein! Lieber noch safer als zu kritten. Ja, ich wollte das halt noch ein bisschen schwächen. Und es hat ja so nicht viel Schaden gemacht. Es war ja nicht mal im gelben Bereich. Manu. Froschi. Veggie hat den Frosch getötet. Jetzt bin ich traurig. Tritra traurig. Das wäre halt das Wasser-Pokémon gewesen. Ist doch immer so, leider. Böse Veggie. Ganz, ganz böse Veggie. Kann ich da jetzt schon hin? Steck dich! Wunderschönen guten Tag. Ja, neue Encounter. Kann ich da jetzt schon hin? Den Brief, Mr. Trump. Er bittet dich, Denver und die Werft von Graffitport. Na dann, ab nach Graffitport! Kann man den Bonusfang? Nein, der Bonusfang gilt für den nächsten bzw. den aktuellen Encounter. Also wenn ich gerade einen Encounter habe und du in dem Moment Bonusfang machst, dann gilt das für den. Und wenn ich den zu spät, wenn ich das zu spät checke, beziehungsweise halt wir gerade keinen Encounter haben, dann gilt das für den nächsten Encounter. Außer halt Double. Hier gibt es auch jede Menge Trainer. Und hier kann ich nur angeln, ne? Wo bin ich denn hier jetzt überhaupt? Route 9. 109 hatten wir noch nichts, ne? Erstmal eine Trainerränge. Waren meine 3000? Ich habe leider deine 3000 Punkte getötet. Litharking. Ist klar. Ich habe deine 3000 gerade getötet. Es tut mir sehr leid. Ich habe nur auf 25.000. Ey, du kannst immer noch Steppau töten. Oder? Nee, da brauchst du 30 für. Scheiße. Achso. Scheiße. Kommt die nicht zurück? Nee. Nur weil ich es getötet habe? Also, das war ja ein Versehen. Beziehungsweise Veggie ist schuld. Ich bin unschuldig. Ich muss gerade eh kämpfen. Oh, warum kann ich denn nur Metall klauen? Diese Goffmo kann auch noch zweimal töten. Jetzt kann ich es auch damit töten. Nee, heute nicht mehr. Das ist korrekt. Prometheus! Feuerwirbel. Will ich nicht. Na gut, dann angeln wir noch eine Runde, ja? 109 hatten wir noch nicht, ne? Herr Goffmau. Hm. Meins! Oh. Wow. Okay. Kommt die Alga. Das hätte ich näher hätte ich besser gefunden. Was ist das? Das ist Morbitess. Ich brauche mal einen Mons, mit dem ich schwächen kann.
Krit ist weg. Nein! Veggie. Nee, ist Psycho. Pokémon mit Trugschlag, ja. Ich hab sogar Trugschlag. Eigentlich müsste ich mal das mal einem beibringen. Das tötet doch wieder, oder? Ich werf einfach mal einen Ball. Da ich Phanaxis habe, würde ich das gerade auf jeden Fall noch nicht ins Team packen. Erst wenn mir Phanaxis wegrippen würde, wäre es eine Option. Ja, Psycho-Unlicht würde sich ja selber mal sowas von outcountern. Das wäre ja zu krank. Ich glaube, ich muss es schwächen. Oder? Nee, vielleicht auch nicht. Okay. Easy. Donnerwelle regelt. Das wäre aber eine 4K-Käferschwäche. Oh ja. Aber wenn das Max-Level der Arena 21 ist... Aurora-Strahl. Sir Lodred, grüße dich! Ah, Reflektor ist auch nice. Ups, das war der falsche Knopf. Reflektor war für physisch. Ja, Giftbude an. Mobitest, wer möchte? Ich wähle wieder aus. 3, 2, 1. Wer will das Pokémon sein? Mr. Ezio! Feini, du hast doch schon einen. Du hast doch schon Stolos. Mr. Ezio war am schnellsten. Ach nee, ich soll ja nur Ezio. Entschuldigung. Es ist sogar männlich. Ich frage mich immer, wie das viel männlich sein kann, aber gut. Es muss auch männliche geben. Ezio ist back! So. Nice. So. Hier gibt es zwar jede Menge Trainer und so, aber... Ich glaube, ich würde erstmal kurz auswechseln. Das heißt, auswechseln. Ich will nicht, dass Phanaxis so hoch levelt. Ich wechsle jetzt kurz mal mögliche. Ich würde sagen, es sieht aus, als ist Attacke Depression. Wer weiß. Erstmal zum Affen. Genau. Aber vorher. Möchte ich mal gucken. Cat Durst? Ja, sofort. Phanaxis ist jetzt schon Level 22. Wenn der nächste Leiter... Also der nächste Leiter hat wirklich Level 21 als Cap oder was? Seid ihr euch da 100% sicher? Packe ich das mal so. Cat Durst erstmal so. 100%ig. Okay, perfekt. Weil dann will ich nicht, dass die beiden noch höher leveln. Das Phanaxis ist auf jeden Fall erstmal gerade noch höher. Oh, Eox! Wieso hängt diese Maus immer noch an meiner Tatze? Eox haut 24 Monate Resub raus. Sehr lieb. Vielen, vielen Dank fürs Resub. So, die stehen hier alle wie die Deppen. Vielen, vielen Dank. Am Hafen. Wo konnte ich denn hier angeln? Hier? Nee. Wo könnte ich angeln? Oh, scheiße. Hier nicht. Komm mal schnell mein Essen. Gönn dir, Levix. Was ist Bonusfangen? Dann darf ich auf der Route noch ein zweites Pokémon fangen, was ich normalerweise nicht dürfte. Wer ist da? Hallo, ich bin Bootmar. Captain Brick hat mich beauftragt, eine Fähre zu...
Superkick Party für 50 Bits raus. Vielen, vielen Dank für die Superkick Party. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ach so, im Museum, genau. Weiter oben. Sichler hätte auch gut gepasst zu Ezio, auf jeden Fall. Nirgendwo kann ich hier angeln. Hier? Ah, hier! Hier kann ich angeln. Okay. Next Encounter incoming. Okay, oder auch nicht. Ich habe die gar nicht zu spät eingezogen. Das ist eine Lüge. Das ist immer noch eine Lüge. Okay, wir haben was. Und... okay. Okay. Also... ja. Gut. Es war stets bemüht. Es war stets bemüht. Ja? Okay, du laggst. Ich lagge nicht. Bei mir lagge ich nicht. Hallo? Was? Nee. Alles gut. Keine Frame Drops. Dafür haben wir Onkels knarrtes. Okay. Ich will es als vor allem Opfer nützlich, genau. Wow. Einfach wow. Das hat es auf jeden Fall gebracht. Ich werfe gleich einfach. Bleib einfach drinnen und nerv nicht weiter, du Biber. Ist das ein Wasser-Pokémon? Nein. Das ist ein, obwohl, als Biber gar nicht mal so umgekehrt. Mods, was ist denn hier los? Warum habt ihr die Anfragen nicht geschlossen? Das geht zurück, das geht zurück. Hydrate habe ich abgeschlossen. Gut. Moment. Onkel stirbt mir hier gerade weg. Ja, 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 ich merke schon. Der Bau kümmert sich. Donnerwelle. Ich kann das halt nicht weiter schwächen. Alles, was ich bei dem mache, tötet es. Oder? Stirb! Bleib drinnen. Das wollte ich sagen. Ey, bist du? Entschuldigung, ich hab dich beleidigt. Toll. Alter, fuck! Grüße dich! Wunderschönen guten Abend! Onkel, sein Level 11 erreicht. Wir haben einen Biber gefangen. Okay, wieder das alte Spiel. Wer möchte der Biber sein? Ihr könnt wieder mit Kanalpunkten links. 3, 2, 1. Und wer möchte der Biber sein? Ja, ist mal gut. Lass einen Tab offen. Lass Tab offen. Möchte keiner der Biber sein? Ich glaube schon. Irgendwer muss der Biber sein. Ich darf kein Pokémon ohne Spitznamen haben. Michael! Michael hat's geschafft. Keiner will der Biber sein. Michael ist der Biber. Soll ich das Y2J mit dranhängen? Oder nur Michael? Der Biber ist doch cool. Also ich habe schon den Biber in einer
Renegade Platinum Playthrough richtig carryen sehen. So ist nicht. Dann schreibe ich es aber auch groß. White Hill J. Ozean. Das ist aber nicht das Ozeanmuseum. Das ist das Ding. Hallo. Du hast Fähre. Ich möchte Fähre. Justin Bieber. Ich mache jetzt erstmal das gerade. Obwohl, da muss ich auch so einen harten Kampf machen, ne? Dann gehe ich jetzt erst an den Strand und kill da die ganzen Trainer und so. Muss ich irgendwen rauspacken? Stepper und Veggie gleich, aber noch nicht. Wir könnten jetzt die Weihnachtsmusik. War da Weihnachtsmusik? Wenn ich nicht drauf geachtet. Mayu. 10 Minuten noch. Hat er mal einen Timer laufen? Ist immer noch nichts. Sehr schön aufs Gehagel von Fragen vorbereitet. Muss, ne? Was muss, das muss. Wir gehen jetzt erstmal wieder an den Strand. Mal wieder keine Benachrichtigung. Danke, Twitch. Ah, jetzt, wo ich es öffne. Twitch, on point. Wie gesagt, ihr könnt alle hier bleiben. Ihr könnt alle chillen. Wir raiden da eh gleich rüber. Von daher, alle schön am Raid teilnehmen. Schnuthelm! Und dann verpasst ihr auch nichts. Shamrock, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Warum bist du nackt? Was ist da los? Jetzt hat es vielleicht wieder aufgehangen. Ich hasse Twitch. Also nein, ich liebe Twitch, aber manchmal hasse ich es auch. Ja, wir raiden da gleich rüber. Also alle entspannen, alle schön hier weiter mitgucken. Dann wird das gleich lustig. Was hast du da an? Ein Pulli. Ein Sweatshirt, um genau zu sein. Hüdersand! Was machen die Kinder da eigentlich? 1,5 Meter Abstand, bitte. Das ist Pandemie. Oder meinst du meine Mütze? Meine wunderbare Nachthara-Mütze? Ich dachte, ich kriege hier ganz viele Sachen. Waren hier nicht mal unter den Schirmen Items? Oder habe ich das so verkehrt in Erinnerung? Weiß ich nicht mehr. Ah, und total. Deine Mütze. Ja, das ist eine Nachthara-Mütze. Die ist geil. Ist toll. Liebe Nachthara-Mütze. Alles klar. Ja, in dem Haus ist auch viel, ich weiß. Ich will gerade hier erstmal hier gucken. Kämpfen? Steht hier, danke. Gibt's die Regel nicht mehr? Ich habe heute mal nur Mützentag gemacht, weil mich erstens meine Haare annerven. Ich brauche dringend einen Friseur, ohne Witz. Und zweitens, weil wir halt Pokémon spielen und das da eigentlich ganz gut passt. Es lernt. Miss Benny, die Punkte könnt ihr mal zurücknehmen, weil ich die Mütze ja schon anhabe. Was streamst du da mit Kat-Kostüm? Ich spiele ja keine Katzenspiele, oder? Also, habe ich auch schon. So ist es nicht. Nichts fürs Erste, den ihr nicht verdient. Was muss ich denn dafür machen? Lernt. Ich hab den Pokémon-Namen vergessen. Panzer Aeron.
im normalen Spielverlauf Stahlflügel von alleine oder muss ich ihm das beibringen? Hast du schon einen Termin gehört beim Friseur? Ja, gleich am 1. Also gleich am 1.3. Nice. Na schön, Dauerwelle. No way. No fucking way. Mo Hunger? Mucki! Katze schläft. Wo? Tja, würde ich gerne machen, aber er will nicht. Er mag nicht. Nee, kein wildes Mo leider. Einmal Saufi, das kriege ich aber auf jeden Fall hin. Ditto. Er hat seinen Schrank, also der pennt auf dem Schrank oben. Da kriegst du den nicht weg. Außer er hat halt wirklich Hunger oder er wacht von selber auf. Aber wir holen das nach. Das kriege ich hin. Als ob der mal einen Windschnitt muss. Wie viel Zeit haben wir noch? 4 Minuten. 5 Minuten mit Werbung. Passt doch. Also noch 5 Minuten. Ganz gechillt bleiben, nicht weglaufen. Ich hab doch gerade schon ein Hydrate gemacht. Dieses Mirror Match, too intense. Gibt's noch. Ne, den machen wir beim nächsten Mal, Yasin. Den machen wir am Dienstag. Mensch! Treff doch mal! Ich will das Pokémon nicht wechseln. Warte, ist er jetzt Level 21 geworden? Kennst du auf ihn? Nochmal? Okay. Toll, nicht was. Gut. Catch Derby. Oh, scheiße. Immer schön verschluckt. Oh. Oh, tränen die Augen hin. Ah. Gut. Das hat funktioniert, Alter. Oh. Bring mich halt um. Oh. Oh, scheiße. Nicht wieder heulen. Ja, ich kann da nicht so viel mit Tränen gerade die Augen. Oh. Vom Verschlucken. Schlimm. Alter. Ich muss Stepper auf die Bank packen. Hey, jetzt ist gut. Oh. Ich wusste es beim Trinken, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oh. Das kann ich. Zumindest nicht mein Trinken. Ja. Oh, jetzt geht's wieder. Ha! Schön, vielen Dank dafür. Einfach schon verrecken. Oh Mann. Erstmal gestorben. Erstmal schön gestorben. Raid 14? Nee. Wir haben ja noch kurz. Oh, 2-3 Minuten haben wir noch. Oh. Oh. Junge, ist jetzt gut? Kennen wir ja wohl hin.
Ach du Scheiße. Feentyp, stimmt ja. Klavion. Starfee. Mann! Ich sterbe erstmal vom Hirn, ja? Die dich gerade hören denken. Ja, wahrscheinlich. Dabei habe ich einfach nur Trinken im Hals. Uff. Erstauner, ich glaube, dir geht's nicht so gut. Warum hat das Pokémon Schlüssel? Weil es Klavion ist. So, den Kauf. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Schön, dass ihr alle gewartet habt. Hoffe ich. Uff. Ehrlich. Boah. Hält sich gut mit Sterben. So, Entschuldigung auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ganz entspannt. Ja, alles gut, Jassi. Ja, genau, Raids geben nämlich extra Punkte. Falls ihr es noch nicht wusstet. Judy, Freunde, dann reicht es erstmal heute mit dem Stream. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Warte, ich wechsle nochmal ganz kurz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch für diejenigen, die es gucken, viel, viel Spaß beim Elimination Chamber Pay-Per-View. Raidet jetzt alle brav mit. Es gibt Kanalpunkte. Ihr braucht Kanalpunkte. Wie wir ja gemerkt haben. Und ich bedanke mich für den Support. Ich danke mich fürs Zuschauen. Hier geht's weiter am Dienstag. Ganz gedingst. Ich weiß noch nicht, aber ich denke mal, wir werden Pokémon spielen, weil es macht doch auf jeden Fall Spaß. Und ja, gibt's noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Wie geht das? Einfach jetzt gleich. Ich mache jetzt ein Raid. Und einfach alle mitmachen. Alle mitmachen. Alle, die hier gerade anwesend sind. Alle brav Raidorn. Ihr braucht Kanalpunkte. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Man sieht, man hört sich, man liest sich. Spätestens am Dienstag. Macht's gut. Tschüssi.